3, 1. Geht schon los. Hallo, liebe YouTube-Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Planet Zoo mit diesem wunderbaren Begrüßungsbild. Ist es nicht schön? Wir sind hier wieder an einem tollen Freitagmorgen, haben uns versammelt und spielen jetzt eine Runde Planet Zoo. Ihr seid ganz herzlich eingeladen, auch mal dabei zu sein. twitch.tv/simfinity_nina, da findet ihr mich und den wunderbaren Chat und Elefantenkaki. Nee, kommt sehr gern vorbei. Guck mal, es wird jetzt auch 11 Minuten lang keine Werbung von dem Stream angezeigt. Das ist doch toll. Schön. Also wenn ihr jetzt in den nächsten 11 Minuten hierher kommt, dann kriegt ihr keine Werbung. Nee, aber beim letzten Mal sind endlich die Elefanten eingezogen. Wir haben das Gehege so weit, dass wir die Elefanten einziehen lassen konnten. Und es ist aber natürlich noch sehr leer und noch weit entfernt von fertig. Aber wir wollten sie unbedingt mal haben. Deswegen haben wir jetzt hier, das ist die gute Elise, hier haben wir die Emily, hier haben wir Anna, Eddie und Ellie. Na, die heißen jetzt alle fast gleich, aber ist doch schön. Genau in dem Moment habe ich Werbung bekommen. Das ist ja eine bodenlose Frechheit, Liam. Also das ist wirklich bodenlos. Ja, genau. Auf jeden Fall bauen wir ja immer noch an unserem Elefantengehege. Ihr seht ja, das ist alles noch ein bisschen Baustelle. Aber immerhin können die Elefanten nicht ausbrechen. Und das ist doch schon mal was Schönes. Nicht wahr? So, jetzt weiß ich schon gar nicht. Also, als letztes haben wir, glaube ich, genau, hier den Weg hingebaut, dass die Mitarbeiter da auch hingehen können. Und jetzt würde ich sagen, begeben wir uns auf eine Reise, dass wir denen das Gehege richtig schön machen. Geht die Werbung weg, wenn man abonniert? Ja, also das ist halt der große Vorteil. Aber das ist ja dann wirklich frech, dass ihr dann genau in der Sekunde... Ach so, wahrscheinlich jetzt Werbung und dann 11 Minuten nicht. Ich glaube, so ist das gedacht. Naja, müsst ihr halt abonnieren. Spaß. Genau, also wir brauchen jetzt halt ganz viele Bäume und sowas. Das wird toll. Die Schirmakazie wird jetzt richtig regeln. Warte mal, wir drücken mal hier auf die drauf. Die fühlen sich nämlich auch schon echt recht wohl, dafür, dass wir noch nichts gemacht haben. Richtig cool. Erstmal machen wir jetzt die ganzen Filter an. Und dann schauen wir mal, was wir so machen. Ich weiß, ihr wollt alle, dass wir hier einen tollen Affenbrotbaum reinmachen. Werden wir wahrscheinlich auch, aber erstmal machen wir jetzt noch ein paar andere Sachen hin. Weil ich finde, zu den Elefanten passen einfach unglaublich gut die Schirmakazien. Ich liebe die einfach. Das sind einfach tolle Bäume. Ich hoffe, die mögen die. Sonst gibt es hier Gazala. Da sind sie. Oh, die sind so toll. Einfach nur super toll. Landriana, hallöchen. Schön, dass du da bist. Man hat jetzt bei Spotify Podcasts trotz Premium auch Werbung. Hab erstmal Premium gekündigt, finde ich frech. Ich finde es so krass, das ist ja gerade so der Trend bei allen Abo-Modellen. Ne? Es ist ja bei Amazon Prime jetzt auch und ich glaube Netflix sogar auch. Ne? Das ist einfach echt krass. Was wir jetzt aber auch noch vorher, bevor wir jetzt die ganzen Bäume platzieren, machen, ist so ein bisschen aufrauen. Und ich finde es halt auch, was ich auch super, danke Josi, was ich auch super blöd finde, ist die Entwicklung, dass, also damals, ich natürlich nicht, ist ja ganz klar, haben ja alle immer illegal Filme und Serien geguckt, hier auf kinox.de und so, ihr erinnert euch. Und das ist ja dann weniger geworden durch die, also durch Netflix. Also dadurch war das ja viel, viel weniger, dass man halt illegal sowas konsumiert hat. Und das wird halt jetzt dadurch, dass es halt so viele Abo-Modelle gibt und ja jetzt auch noch da Apple TV, keine Ahnung was, und HBO und was weiß ich nicht alles noch, dann wird sowas natürlich wieder gefördert. Also ich finde das so, also für die Filmindustrie, also für die Film- und Serienindustrie ist das doch völlig... Ist das schön? Ich glaube, wenn wir da Busch drauf machen, wird das schön. Das finde ich das völlig kontraproduktiv irgendwie. Marionese, dankeschön für die 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich hatte vor einem knappen Monat gemeint, dass wir Eier ausbrüten. Ja, was soll ich sagen? Sie sind jetzt 1 Woche alt und springen überall hin und her. Das nennt man wohl Heimkino. Wie toll! Von was Eier? Wie schön!
Das ist ja super. Und Smiling Crump, Hallöchen, schön, dass du da bist. Und ein Nass, Hallöchen, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Was, sowas hat doch niemand gemacht? Nee, keiner. Also habe ich auch nur ganz kurz so pauschal einfach gesagt, ne? Und Tiana, mach das Beste raus. Schönes Wochenende und ganz, ganz viel Spaß. Und Schlumpf, Hallöchen. Regt mich so oft beim Podcast hören. Jetzt, Armin, trotz Premium einfach Werbung und die schallert einen immer die Ohren weg. Ja, verstehe ich. Jetzt verstehe ich, dass es anstrengend und nervig ist. So, vielleicht so ein bisschen. Hier noch so ein ganz kleines bisschen. Dass es mittlerweile auf Streaming-Anbietern Werbung gibt, ist auch kontraproduktiv. Ich glaube, mehr Leute werden wieder auf was anderes switchen. Ja, genau, das meine ich. Halt diese ganzen Sachen. Also, dass es immer mehr gibt und dass die Anbieter dann halt jetzt auch wieder so viel Werbung machen. Also, das ist halt einfach kontraproduktiv und sorgt halt wieder nur dafür, dass alle das dann illegal konsumieren. Also, glaube ich. Hühnereier, ach, wie toll. Schön. Bei so vielen Streamingdiensten, Abo-Modellen wird man ja auch arm. Ja, und wie viel das kostet, das ist so krass. Also Netflix macht gefühlt, jede Woche wird mir irgendwie sowas angezeigt. Ja, wir erhöhen unsere Preise. Und ich denke mir so, okay, ja. Also, Charlotte, Hallöchen, schön, dass du da bist. Also das finde ich wirklich einfach dämlich. Guckt YouTube, Leute. Holt euch YouTube Premium und guckt YouTube. Nee, aber wenn man dann halt wirklich so sich mal anguckt, was da für krasse Sachen produziert werden. Also ich finde, die Videos von Simplicissimus sind vergleichbar mit Netflix-Dokumentationen. Also es ist schon krass, auf was für einem Niveau das produziert wird. Und ich finde das auch richtig toll. Die haben ja auch in jedem Video eine Produktplatzierung. Ich finde das richtig super. Weil so kann sichergestellt werden, dass die halt ihre Qualität beibehalten können und halt, dass sie ihre Leute bezahlen können für Recherche und so weiter. Und man hat dann auch keine Werbung und so, also vor den Videos. Also ich finde das super. Die meisten schaffen es aber auch nicht mehr zu deabonnieren, sondern lassen sich melken wie Kühe, muss man zugeben. Ja, oft lässt man Dinge auch einfach laufen, weil man zu faul ist zu kündigen, das stimmt. Aber ja, ist natürlich trotzdem nicht in Ordnung, dass es so gehandhabt wird. Meine kleine Oase, Dankeschön für die 31 Monate, vielen, vielen Dank. Zum Glück teilen wir uns das hier alles mit dem Streamingdiensten, also vom Bezahlen werden. Aber wirklich krass, wie teuer das alles wird. Ja, also ne, das ist natürlich super, wenn man in einem Haushalt irgendwie lebt und sich das teilen kann und so. Aber dass dann ja auch noch unterbunden wird, dass man das aus mehreren Haushalten teilt und dass man dann da nochmal zusätzlich bezahlen soll und sowas. Also es ist einfach, ja, schwierig, schwierig. Aber andererseits hauen die natürlich auch krasse Produktionen raus und so, ne? Also, ich meine, wir hatten ja gestern das Thema noch bei Lukas mit Ringe der Macht. Das ist einfach so eine krasse Produktion und sowas muss natürlich auch bezahlt werden. Auch wenn ich jetzt, also ich weiß nicht, wo das ganze Geld da reingeflossen ist. Ja. Aber Amazon Prime Video und die spielen da auch Werbung ein, die man nicht skippen kann. Für 2,99 zusätzlich kann man das abschalten, erhält aber dann Vorschauen, die man selbst überspringen kann, ja. Ich meine, es ist jetzt auch nicht furchtbar nervig, ne? Also wir haben jetzt letztens die letzte Staffel von Ringel der Macht nochmal geguckt, weil jetzt ja die neue rauskommt. Und dann kommt da halt ne, pro Folge dann mal so ein bisschen Werbung. Das ist schon okay. Aber ja, man zahlt halt echt viel Geld und dann kommt da auch noch Werbung. Also schon krass.
Ich war auch echt am Überlegen, mir einfach die Serien etc. zu kaufen. Bleibt ja dann in der Mediathek und dann einfach das Abo kündigen und gut so. Aber naja, manchmal sind dann doch Sachen, wo man denkt, ist mir zu schade zum Kaufen für einmal schauen. Genau. Also wir leihen auch ab und zu mal Sachen, aber das ist auch oft teuer. Aber wenn man sie halt nur einmal gucken will, ist das dann wahrscheinlich die bessere Alternative. Wenn es dann halt nur so 3 Euro kostet. Manchmal kostet das ja auch irgendwie 10. Sorry, falls das eine dumme Frage ist, aber wie wissen die, ob das unterschiedliche Haushalte sind? Genau weiß ich auch nicht, wie die es tracken, aber ich denke mal über die IP. Also jedes Netzwerk hat ja eine eigene IP-Adresse. Und ich denke mal, dass die das dann darüber tracken. Ich finde es bei Sky sehr schlimm. Dann bezahlt man dein Vermögen und dann kommt vor jeder Folge und jedem Film eine 3 Minuten Werbung. Genau, Sky ist auch so ein Beispiel. Also wir haben jetzt ja auch kein Sky mehr, aber ich hatte jahrelang Sky. Und da hat man auch immer mehr bezahlt und immer weniger geboten bekommen, beziehungsweise immer mehr Werbung und alles. Also ich verstehe das ja auch, es wird alles teurer. Ne? Also die müssen ja auch gucken, ne, wie sie über die Runden kommen und so, aber ja, weiß nicht. Ich finde, das ist halt trotzdem alles irgendwie eine doofe Entwicklung. Bei Sky ist das so nervig, wenn man etwas live schaut, dann ist die Werbung einfach länger als das ganze Video selbst. Oh Mann. Bei Netflix kostet das jetzt 5 Euro mehr, wenn man als mehrere Haushalte schaut. Ja, genau. Da muss man dann das halt zusätzlich bezahlen quasi. Ist schon krass. Denkt ihr, ich schaffe es einzukaufen, ohne einen Plan zu haben, was ich überhaupt essen will? Bin zurzeit so planlos. Du schaffst es bestimmt, aber du wirst sehr viel kaufen, was dann vielleicht nicht gegessen wird. Also meistens ohne Plan einkaufen ist immer schlecht. Ohne Plan und hungrig einkaufen ist so die schlechteste Kombi. Aber you got this. Du schaffst das. Also wir essen im Moment richtig gerne so irgendwie Form von Pita. Also nicht mal im Sinne von, dass man so eine Bowl macht oder so. Ja, okay, Lukas geht immer ohne Plan einkaufen, aber er macht sich dann einen Plan, während er einkauft. Ja, genau. Also er backt halt diese Pita-Brote aus. Und dann zum Beispiel hat er die jetzt voll oft einfach, dass die unten liegen und dann Creme Vega da drauf und dann ganz viel verschiedenes Gemüse. Also ich hatte ja das letzte Woche, glaube ich, in meiner Story, dieser Riesenhaufen an, also das konnte man nicht mal sehen, wie riesig das war. Dieser Riesenhaufen an Gemüse, da war dann Rotkohl drauf und Aubergine und ganz viele Sachen. Und das war so geil und das, also vor allem im Sommer finde ich das richtig geil, weil das halt so fresh auch ist und nicht so schwer im Magen liegt und toll. Könnte niemals ohne Einkaufszettel einkaufen gehen. Also ich gehe ja eigentlich nicht mehr einkaufen. Das macht Lukas ja eigentlich auch alles. Aber ich brauchte eigentlich auch immer. Also wenn ich ohne Einkaufen gegangen bin, dann nee, war zum Scheitern verurteilt. Ich basiere das immer darauf, welches Gemüse gerade gut aussieht. Ja, das stimmt. Das hast du schon oft erzählt. Aber du hast dann halt auch immer direkt so Ideen. Also du machst dann halt auch so kreative Sachen. Also die meisten haben ja so, also ich meine, wir haben auch unsere Go-To-Gerichte, aber du machst dann halt immer noch so, ja, dann könnte ich das vielleicht so ein bisschen so und, ne, machst dann halt tolle Sachen. Gerade aussehendes Gemüse, genau. Lukas kauft nur gerade Gurken. Der hat auch dann seine Wasserwaage dabei und da wird dann richtig gemessen, was das Zeug hält. Emiliana, Hallöchen, schön, dass du da bist. Immer wenn ich mir einen Einkaufszettel mache, vergesse ich den grundsätzlich zu Hause. Einfach nur Pain. Ich habe eine ganz tolle Idee für dich. Dein Handy. Nee, wirklich, weil, also ich glaube, weil das Handy hat man eh immer dabei. Und dann kann man es ja auch nicht vergessen. Und es gibt sogar Apps, wo das dann nach Abteilung sortiert wird und so.
meinte, welches Gemüse lokal und frisch ist. Die Form ist egal. Ja, ich weiß. Wir haben einen Joke gemacht, Lucky. Also manchmal ist Lucky wirklich so ein bisschen Sheldon Cooper. Ach, guck mal, Leute. Das sieht doch direkt so viel besser aus, alles hier. Mit so ein bisschen Gestrüpp. Ich hoffe, die mögen das. Wahrscheinlich ist das jetzt schon die ganze Zeit alles rot. Und ich mache immer mehr und immer mehr. Oh, was ist denn mit Bea passiert? Naja, Lucky hat schon alles unter Kontrolle, ne? Oh. Bananen gibt es grundsätzlich nicht. Nee, die sind uns zu krumm. Nee, wir essen aber echt nicht so viele Bananen. Wir essen eher Äpfel. Würde ich sagen. Also wir haben einen höheren Verbrauch an Äpfeln. Keksdose, Hallöchen. Willkommen zurück, Bea. Und Hallöchen. Ja, ich weiß nicht mal, was du geschrieben hast. Ich kann das nicht mal sehen. Aber du hast wahrscheinlich Lukas gedisst. Und Pokekaya, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Oder ihr bestellt euch halt einfach HelloFresh mit dem Code von Lucky Life. Da müsst ihr nicht einkaufen und euch nicht überlegen, was ihr kocht. Werbung kann ich, Leute. Werbung kann ich einfach. Nee, ehrlich, also wenn jemand Interesse an HelloFresh hat, das, Lukas hat gerade einen aktuellen Code. Also es ist genau der gleiche Code, den alle anderen auch haben, aber wenn ihr Lucky unterstützen wollt, könnt ihr das machen. Einfach aufs Panel bei ihm drücken. Aus meinem Apfel kam gestern eine dicke Made. Oh nee. Das ist natürlich wirklich widerlich. So, jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen, weil sich das jetzt hier alles schon ein bisschen doppelt. Wir holen uns jetzt erstmal noch ein paar Steine. Wir hatten aber eigentlich, außen sind die Tropenfelsen, ne? Savannenfelsen. Ja, die passen hier aber eigentlich auch ganz gut dazu. Ich habe nur auch Lukas geschrieben. Ja, der Mann war leicht getriggert heute. Ich meine, überleg mir ja vorher, was ich kochen will. Und dann muss ich mir halt aufschreiben, was ich dafür brauche. Sonst kritisch, kann mir doch niemals merken, wird dann die Hälfte vergessen. Ja, same. Same, same, same. Ohne Einkaufszettel wird der Einkauf immer sehr chaotisch. Noch schlimmer ist aber, hungrig einzukaufen. Ja, zu 100%. Hungrig einkaufen ist der Endgegner. Das sollte man wirklich nicht machen. Hier könnten wir theoretisch, glaube ich, auch noch ein bisschen Wasser reinmachen, oder? Ah, wir müssen auch noch nach der Wasserversorgung gucken. Ja, super, das ist ja toll. Ob das abgedeckt wird da vorne, das habe ich noch nicht geschaut. Ja, dann machen wir das doch ein bisschen tiefer. Kathi, danke für die 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Kauf ohne Zettel einfach viel zu oft nur Süßkram. Ja, das verstehe ich auch gut. Ich denke mir dann auch mal so, oh, das ist alles so lecker. Aber wenn man es kauft, dann isst man es halt auch. Oh, ich habe bei DM so diese Bliss Balls gekauft mit Nuss-Nougat-Füllung. Oh mein Gott, die waren so lecker. Kann ich sehr empfehlen. Aber ansonsten, wenn ihr so oft nach dem Essen so ein Craving habt, kann ich Datteln sehr empfehlen. Weil dann isst man so 1 oder 2 Datteln und dann ist so das Gelüst gestillt. Wirklich toll. Also vor allem die Medjool-Datteln von Koro. Code Lukas Live. Lukas hat halt tolle Partner. Die sind wirklich richtig lecker. Das kann ich sehr empfehlen. Also wenn ihr damit so zu kämpfen habt, sage ich mal, also wenn euch das nervt, dass ihr nach dem Essen oft so noch was Süßes wollt und ihr das halt nicht wollt, dann kann ich euch Datteln sehr ans Herz legen. Nicht zu viele, ne?
weil es ist halt auch nicht gut für, ich glaube, den Blutzucker oder so. Aber wir sagen ja auch immer, alles in Maßen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass es ist egal, ob ich Hunger habe oder nicht. Ich kaufe das, was auf der Liste steht, weil es meistens so berechnet ist, dass ich es tragen kann. Wenn ich mal mit dem Auto einkaufen bin, wird richtig eskaliert. Aber das ist ja auch eigentlich ganz gut, ne? Auch eine gute Methode, um sich selbst zu zügeln. Bei mir ist das immer so, ich drehe 3 oder 4 Runden durch die Gemüseabteilung, plane dabei dann, was es in den nächsten Tagen zu essen gibt. Und dann gehe ich schnell noch durch den restlichen Laden, kaufe den Rest, den ich dafür brauche. Luki ist auch so ein schneller Einkäufer einfach. Der speedet da immer richtig durch. Ich will mir mal alles angucken, was es so Neues gibt. Und vor allem, wenn wir in einem anderen Laden sind als sonst. So spannend. Und der ist immer... Alles in Massen, genau. Hab immer eher Lust auf was Salziges, nachdem du gegessen hast. Das ist ja krass. Ich merke das, dass ich halt immer eher dann so denke, ach, jetzt brauche ich noch was Süßes. Und wenn wir dann Datteln da haben, dann esse ich gerne auch mal eine Dattel. Und Datteln machen auch echt satt. Das ist auch voll krass, das unterschätzt man voll. Also es ersetzt natürlich keine Mahlzeit, aber wenn man halt zwischendurch so einen kleinen Snack braucht, einfach so ein Pick-me-up, sage ich mal, sind Datteln einfach wirklich der Shit. Voll underrated. Ich finde den Unterschied so witzig. Ich habe gerade noch einen Stream von vor einem Jahr geguckt. Da waren wir erst bei den Bibern. Ja, also seither ist viel passiert. Die Biber sind hier. Ja, ist schon krass. Bin schon immer Salzfanatiker gewesen. Könnte manchmal den ganzen Tag suchen. Suchten? Oder was meinst du? Heute Abend gibt es, glaube ich, Burger. Also ich habe Luki überredet. Ich wollte gerne Burger haben. Ach, das ist auch so geil. Den macht er jetzt immer einfach mit Rotkohl. Ich werde niemals darauf kommen, dass Rotkohl auf dem Burger geil ist. Aber es ist so geil. Es schmeckt so Hammer. Ach, und apropos. Ach so, irgendwas Salziges suchen. Ja, okay. Ja, aber vielleicht hast du ja, also vielleicht isst du ja zu viel Salz. Also es ist ja so, dass wenn man zu viel Salz isst, dann gewöhnt der Körper sich ja irgendwie dran, oder? Ist das nicht so? Was wollte ich gerade noch sagen? Ach so. Den vom Käse wollte ich erzählen. Ich habe mir bei Wies. So, habe ich gestern schon bei Lukas im Stream erzählt, habe ich mir so ein Käsepaket bestellt. Das ist eine vegane Käserei, die in Oldenburg aufgemacht hat. Also es ist wirklich eine Käserei, also quasi wie eine Metzgerei für veganen Käse. Also ein richtiger Laden. Und es ist eine junge Frau, die das eröffnet hat und ist einfach super cool. Und ich wollte es mal ausprobieren. Und da habe ich mir so ein kleines Starter. Also so ein Testset quasi gekauft. Da war einmal normaler Camembert drin, dann einer so ein mediterraner, ein veganer Mozzarella und so eine Nacho-Soße. Ich glaube, das war's. War da drin. Und der ist vorgestern angekommen. Gestern habe ich schon den Camembert probiert und der ist sehr lecker. Also schmeckt nicht so krass nach Camembert. Also von außen sieht der original aus wie Camembert. Er schmeckt jetzt von innen nicht so krass nach Camembert. Also Lukas zum Beispiel mag halt keinen Camembert und ihm hat es halt voll gut geschmeckt. Und ich habe das dann gestern auch mit Marmelade hier im Büro gegessen. Das war sehr lecker. Was blöd ist, ist halt, dass, also der Versand ist halt sehr teuer. Also kostet halt 10 Euro, weil das gekühlt versendet wird. Das ist ein bisschen blöd. Generell ist es halt natürlich nicht günstig. Genauso wie auch der Thunfisch, den ich in meiner Story hatte. Das ist natürlich auch nicht günstig. Aber ich hoffe halt, dass wenn man das halt unterstützt, dass es dann, also beziehungsweise den Thunfisch gibt es auch schon im Einzelhandel. Und dass es dann halt auch günstiger mit der Zeit wird und halt auch für alle zugänglich quasi. Und das ist alles so lecker. Das ist alles ganz lecker. Kann ich sehr empfehlen.
Weil den Thunfisch habe ich nämlich bei im Katzencafé in Minden gegessen. Die hatten da so eine Sommerkarte quasi und dann hatten die da so Salat, wo der drin war und das hat so krass geschmeckt. Richtig lecky. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Mozzarella, wie der so ist. Ob der schmeckt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Muss jetzt leider im Regen einkaufen gehen. Komme vielleicht danach, wenn ich meine Cosplays bügel, wieder. Mach das, Sherry. Blöde Frage, aber habt ihr sowas nicht im Supermarkt? Halt nicht so. Also der Käse zum Beispiel, der wird wirklich halt gereift und so. Also das ist, der wird behandelt wie normaler Käse. Und ich finde das einfach cool, sowas zu unterstützen. Also ich finde so Startups halt einfach sehr cool. Und bei dem Thunfisch zum Beispiel, den einzigen, den ich ganz okay fand, war der von Garden Gourmet. Und Garden Gourmet möchte ich halt einfach nicht kaufen, weil das Nestle ist. Und der von der Marke, den ich da halt jetzt bestellt habe, der ist einfach wirklich krass. Also das ist, der sieht halt auch komplett 1:1 so aus und da ist halt auch nicht so viel Scheiß drin. Das ist ein cooles Start-up und ja, das finde ich einfach super. Mozzi in vegan oder wie? Ja, genau. Also da war auch so ein veganer Mozzarella, also er heißt da Wozza dabei. Und da bin ich mal gespannt. Eigentlich, ne, versuchen wir ja auch nicht so viel Ersatzprodukte zu essen und so. Deswegen habe ich mir so von, also im Supermarkt gibt es ja auch so ganz viel Käseersatzprodukte und sowas. Das habe ich alles noch gar nicht ausprobiert. Also bestimmt gibt es da auch schon Alternativen, die auch gut schmecken. Aber ich fand halt das cool, das zu unterstützen, wenn jemand so eine Mission hat und so. Und deswegen habe ich mir das bestellt. Kann man den Thunfisch nur online bestellen? Also den gibt es auf jeden Fall auch schon in Filialen. Aber ich glaube nur in ausgewählten. Und ich glaube sonst eher nur online. Magst du nochmal sagen, wie der Thunfisch hieß? Wait. Also es ist halt wirklich teuer, ne? Also es ist nichts Günstiges. Happy Ocean Foods heißt die Marke. Also 6 Dosen kosten irgendwie 20 Euro oder so, ja. 6 Dosen kosten 20 Euro. Das ist natürlich echt viel, aber ich wollte es halt auch mal so für zu Hause ausprobieren. Und wie gesagt, ich finde es einfach cool, solche Sachen zu unterstützen und vielleicht kommen sie dann ja auch irgendwann in den Supermarkt verbreiteter und sind dann ja auch ein bisschen günstiger. Genau, und man unterstützt dadurch die kleinen Betriebe. Ja, das ist mir auch immer sehr wichtig. Das ist mir immer wichtiger tatsächlich. Wir haben jetzt auch eine Doku auch von Simplicissimus über Coca-Cola geguckt und da habe ich mir auch nur wieder gedacht, was für ein Scheißverein. Also ich verstehe nicht, wieso Nestle so krass boykottiert wird und also das verstehe ich schon, nur ich verstehe den Aspekt nicht, wieso Coca-Cola nicht boykottiert wird, weil Coca-Cola macht genau das gleiche wie Nestle. Und da ist es irgendwie kein Problem so. Also auch da kann ich euch das Video von Simplicissimus sehr empfehlen. Beziehungsweise die haben mehrere Videos dazu. Ja. Ich habe alle Packs von Planet Zoo. Warum willst du eigentlich was essen, was nach Thunfisch schmeckt? Dann ist doch direkt Fisch. Ich habe drauf gewartet, Josi. Ich habe drauf gewartet auf Instagram, dass mir irgendwie jemand sowas schreibt. Aber ich habe einfach eine tolle Community, glaube ich. Ich habe mittlerweile einfach. Deswegen wundert es mich immer mehr, wenn sich dann doch mal Leute verirren. Hatte ich letztens wieder. Ich glaube, in meiner Community gibt es kaum Menschen, die sich das fragen. Weil sie das einfach, weil die Menschen einfach 3 Meter weiter denken können. Finde ich richtig schön. Little Cookie, Hallöchen.
vergleiche sowas immer mit guten Bioprodukten. Die kosten auch viel. Fleisch, Wurst, Käse etc. Ja, auch da haben wir auch eine Doku. Und so viele Dokus. Aber wir haben eine Doku über Bratwurst geguckt. Ausgerechnet Bratwurst mit Daniel Aßmann. Lieb ich ja, den Typ. Auf jeden Fall haben die da halt gezeigt, was Bio eigentlich heißt. Und das ist ja auch wirklich ein Witz. Es ist einfach ein Witz. Ich möchte jetzt nicht schon wieder über das Thema, ne, Fleisch und sowas, Tierhaltung und so reden, aber guckt euch diese Doku mal an. Da haben die nämlich so auf den Boden geklebt, wie viel Platz die Tiere haben dürfen. Und Bio ist vielleicht so viel mehr. Und man denkt, man kauft was Gutes, aber es ist wirklich einfach Verarsche des Verbrauchers. Also es ist wirklich ganz schlimm. Aber ja, genau. Natürlich, Bioprodukte kosten normalerweise immer viel mehr. Ist vielleicht jetzt eine dumme Frage, aber ich weiß, dass man Nestle nicht kaufen soll, aber warum denn? Das ist halt jetzt, also das kann man jetzt gut dann anhand des Beispiels von Coca-Cola erläutern. In diesem Video von Simplicissimus ging es nämlich um eine Stadt oder einen Bereich in Chile, war das, glaube ich. Und in dieser Stadt gibt es keinen richtigen Zugang zu Trinkwasser. Das ist da halt einfach schwierig, obwohl es in dieser Region sehr viel Wasser gibt. Und Coca-Cola pumpt da jeden Tag mehrere Millionen oder sogar Milliarden, ich weiß es nicht, Liter Wasser aus deren Böden, weil sie halt einen Lizenzvertrag mit der Stadt haben. Natürlich ist das auch die Stadt schuld, ne, oder der Bezirk oder was auch immer. Aber trotzdem, ne? Obwohl die Menschen dort halt keinen Zugang zu Wasser haben. Also die entziehen in ärmeren Regionen den Menschen eben das Trinkwasser und sagen, nee, das gehört ja uns. Also ist ja unser Wasser. Und so ein Scheiß halt einfach. Also das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und das macht Coca-Cola halt auch und Nestle genauso. Und deswegen verstehe ich nicht, warum Nestle boykottiert wird und Coca-Cola nicht. Aber gehört halt noch ganz, ganz viel mehr Scheiß zu. Also kann man sich auch mal irgendwie Dokus oder so zu angucken, wenn man sich da näher informieren möchte. Ja. Blue Smack, hello. Are you talking about Coca-Cola? Yes, I am. Fand den Kommentar von einer Person auf dein Laufvideo letztens so unnötig, hab die Kritik nicht verstanden. Ja, da haben wir Mittwoch schon drüber geredet. Das ist ja auch nicht mal richtige Kritik. Das ist ja einfach nur ein Mensch, der irgendwie seinen Senf ablassen möchte. Ich glaube, die meisten Leute verstehen ja, dass ich das filme, weil es andere Leute motiviert. Und das ist ja auch der Fall. Es ist so schön. Ich kriege so viel Feedback, dass das halt voll motivierend ist und dass halt Leute auch jetzt angefangen haben zu laufen und so. Finde ich total schön. Also es bedeutet mir richtig viel und deswegen, ja, ist mir das auch so egal, wenn da irgendwie jemand dann schreibt, so, ja, hey, warum filmt man sich? Weil wenn man sich auf einer Plattform befindet, wo es halt darum geht, dass man zeigt, was man tut, dass man Bilder und Videos macht, dann soll man sich nicht darüber beschweren, dass Leute Bilder und Videos machen. Also das ist halt wirklich dann einfach, den Personen kann ich dann auch nicht mehr helfen. Vor allem hat diese Person dann ja auch irgendwie geschrieben, ja, für sie ist das Geltungsdrang. Und dann dachte ich mir auch nur so, ja, aber Influencer haben ja irgendwie alle einen Geltungsdrang. Also sonst, also das ist ja einfach so. Das ist vielleicht eine Beleidigung an mich selbst, aber als Influencer hat man ja alleine deswegen schon den Geltungsdrang, weil man seine Sachen postet. Das heißt, man möchte sein Leben mit anderen teilen. Also das ist ja automatisch ein Geltungsdrang. Also es ist jetzt ja keine Erleuchtung. Ja, aber das gehört halt auch einfach dazu. Sansi, Hallöchen, schön, dass du da bist. Kann lieber einen Bauern finden, der alles selber macht. Wir haben in unserer Region einen Bauern, wo die Schweine sich echt wohlfühlen und auf Stroh leben etc. Aber ich esse auch kaum noch Fleisch, aber auch keine veganen Produkte oder so. Damit komme ich echt gut klar. Ich verstehe halt auch, also erstmal finde ich schön, ich verstehe halt aber auch, dass es auch immer eine Preisfrage natürlich ist, ne? Aber andererseits, es gibt halt so viel Obst und Gemüse, was halt viel günstiger ist als, also ich finde, also rudern wir zurück. Was ich schade finde, ist, dass Fleisch den Status als Luxusgut verloren hat. Früher war das halt so, man hat sonntags
Fleisch gegessen und unter der Woche nicht, weil Fleisch einfach sehr teuer war und was Besonderes war. Und jetzt ist es halt einfach so, dass man fast zu jeder Mahlzeit Fleisch isst. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Und ja, schade. Ja, Askada, das ist einfach... Ich frage mich dann immer so, also die Person ist nicht mal zufällig über mein Video gestolpert, sondern sie folgte mir. Und ich frage mich dann immer so, also wieso? Wieso folgt sie mir dann? Also ja, das ist für mich immer so schwierig nachzuvollziehen, wie man so, also dass man dann nicht einfach so selber merkt, hey, irgendwie finde ich den Content scheiße, ich entfolge jetzt. So, mich nervt das jetzt, dass sie sich dabei filmt, dass sie läuft. Oder ich verstehe das nicht, warum sie sich dabei filmt, dass sie wie sie läuft. Ich entfolge jetzt. So, also das ist doch leicht eigentlich. Aber ja, ich weiß es nicht. Aber es hat immer einen tieferen Grund, weswegen Leute sowas schreiben. Deswegen einfach, ne? Kill him with kindness. Einfach nett bleiben und dann werden sie das meistens schon überdenken. Aber ich finde das auch sehr schön, dass da niemand irgendwie beleidigend wird oder so. Weil das fände ich auch nicht okay, wenn dann da jetzt Leute dann schreiben, ja, was bist du denn für eine Olle, warum beleidigst du Mina oder was weiß ich. Also das würde ich auch nicht wollen. Aber ich finde das sehr schön, dass da halt für mich quasi Partei ergriffen wird. Das ist natürlich eine schöne Sache. Hat ihr eine Erfahrung mit Pilates und kann vielleicht gute Homeworkouts empfehlen für Anfänger? Will echt gerne damit anfangen, aber habe keine Ahnung davon. Move with Nicole. Kann ich dir sowas von ans Herz legen? Sie macht so tolle Workouts und vor allem hat sie auch viel Yogi-Lates, das heißt Yoga-Elemente und Pilates. Also das, ne, verschwimmt so und das ist auch als Anfänger absolut machbar und ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Sie macht das einfach sehr schön, finde ich. Noch besser, hatte vermutet, dass sie random dein Reel gesehen hat. Nee, tatsächlich nicht. Das ist dann für mich immer so. Deswegen war das ja letztens für mich auch so frustrierend, als diese eine Person, als ich dieses Reel mit dem Spruch hochgeladen habe. Ich habe da auch nochmal drüber reflektiert und ich habe dann auch nochmal so gedacht, ja, okay, vielleicht ist das wirklich ein bisschen doof Menschen gegenüber, die vielleicht nicht so die Ressourcen haben und ein bisschen respektlos, sag ich mal. Also als es ja mit dem some people are so poor or they have as money. Ihr wisst alle, dass ich das nicht so meinte, aber ich kann natürlich jetzt im Nachhinein schon verstehen, wie man das meinte. Aber das war halt eine Person, die mir, glaube ich, halt auch schon länger folgt und auch in meinen Streams viel dabei war und so. Und das finde ich dann halt voll krass, dass sie dann halt so einen krassen Groll hatte und da halt so, ja, über mich schreibt und denkt. Das hat mich schon sehr erschrocken. Weil wenn man mir folgt, weiß man, dass ich mir meinen Privilegien sehr, sehr, sehr bewusst bin und dass ich da sehr bedacht mit umgehe. Und ich weiß auch, dass ich Geld ausgebe, was viele halt nicht ausgeben können. Also jetzt, ne, den Käse zum Beispiel oder das ist alles sehr teuer, das weiß ich auch. Aber ich bin mir dessen jedes Mal bewusst und ich denke mir jedes Mal, wie schön das ist, dass ich das machen kann. Und das habe ich mir halt aber auch erarbeitet. Und ihr wisst ja auch, dass wir nicht darüber reden müssen, dass der Beruf als Influencer also maximal überbezahlt ist. Aber ich finde halt dass man halt mich als so eine Person darstellt, die ich halt einfach nicht bin, das hat mich sehr erschrocken. Ja, schade. Gibt halt Menschen, die immer trollen müssen. Ja, und da bin ich halt so dankbar, dass das halt in meiner Community eigentlich gar nicht so ist. Also das ist wirklich so, so selten, dass das passiert. Darüber bin ich wirklich, wirklich froh. Aber ja, es gibt natürlich immer solche Momente, aber ich finde es so, so schade irgendwie. Ich finde das immer so schlimm, wieso man lässt man andere Leute nicht ihr Ding machen, warum muss man immer kritisieren? Ich finde das so, so schlimm. Ich arbeite im Einzelhandel und bin so weit, weil die Menschen einfach nur noch ätzend, unfreundlich und undankbar sind, dass ich diesen Beruf nicht mehr ausüben möchte und kann. Einfach nur schrecklich und deswegen bin ich immer froh, wenn ich solche cozy Streams dabei sein kann, wo alles normal und friedlich ist. Verstehe ich sehr gut, Jana.
Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass einen das halt auf Dauer dann sehr frustriert. Ja. Aber das ist halt auch so meine Mission im Internet, ne? Dass man halt verbreitet, dass man mehr Liebe verteilt als Hass. Weil eben genau dieser Frust, also viele würden jetzt zum Beispiel diesen Frust, den du verspürst, würden halt viele dann auf andere übertragen, würden sagen, ja, ich bin unzufrieden in meinem Job und deswegen darfst du jetzt auch nicht zufrieden in deinem Job sein, weil ich bin ja unzufrieden in meinem Job und deswegen hast du das ja gar nicht verdient, dass du zufrieden in deinem Job bist. Und das Problem finde ich einfach, das finde ich einfach so, so traurig, dass das so ist, weil natürlich ist es unfair, dass nicht alle Menschen einfach ein gutes Leben führen können und dass nicht alle zufrieden mit ihrem Job sind und ne, dass das Schicksal oft auch einfach unfair zuschlägt und so weiter. Aber im Normalfall können die Mitmenschen nichts dafür. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Also ich habe zum Beispiel, da habe ich Lukas heute Morgen auch erzählt, ich habe ein Video gesehen von Flo, heißt sie, glaube ich. Das ist auch eine Influencerin. Und die hat gezeigt, dass sie eine neue Wohnung hat oder so. Und sie stand halt nur in diesem Raum und hat sich gefreut. Man hat nicht viel von der Wohnung gesehen, sondern einfach nur, dass es ein großer, schöner Raum war. Und dann waren da auch so viele Kommentare drunter, so, ja, das ist ja unfair, so, ich habe eine Familie und wir wohnen in einer kleineren Wohnung und so. Und natürlich, ja, das ist scheiße, das tut einem auch total leid, aber dafür kann die Flo ja nichts. Also ich finde das so schade, dass das immer so auf andere übertragen wird irgendwie. Aber andererseits hat es mich jetzt auch sehr inspiriert. Also ich habe mir da tatsächlich sehr viel Gedanken in letzter Zeit drüber gemacht, weil mich das einfach sehr beschäftigt hat. Keine Ahnung. Also ich habe da einfach sehr viel von mitgenommen von diesem Kommentar, auch wenn ich es halt trotzdem nicht fair mir gegenüber fand. Und ich habe mir zum Beispiel überlegt, dass ich zu Weihnachten viel mehr Aktionen machen möchte, wo ich Menschen helfe. Da werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal auf euch zukommen, dass ich einfach vielleicht an Familien komme, die Probleme geldtechnisch haben und für die Weihnachten einfach schwierig ist. Und dass ich da halt ein bisschen unter die Arme greifen kann. Und das ist halt immer schwierig, an diese Menschen zu kommen, weil ne, wie kommt man da dran? Man kann ja nicht einfach sagen, so, ja, meldet euch bei mir, weil dann können ja alle sagen, so, ja, ich brauche Hilfe, weil theoretisch, ne, wird sich jeder darüber freuen, wenn er irgendwie was irgendwie kostenlos bekommt oder so. Aber ja, ich habe mir halt einfach vorgenommen, dass ich da mehr noch helfe und das weitergebe. Und ja. Also mich hat das irgendwie auch ein Stück weit dazu inspiriert, halt noch, also einfach mal über meinen Tellerrand hinaus zu gucken, sag ich mal. Sieht toll aus, was du da brauchst, Dankeschön. Man macht immer einfach so, während man redet, ne? Ich muss auch sagen, dass ich Insta inzwischen richtig schlimm finde, aber ich komme auch nicht davon los. Aber dieses ganze Negativ und der Hass wird immer schlimmer, macht mich irgendwie richtig fertig. Einfach, weil ich mich dadurch selbst so kritisiere und nichts mehr genießen kann. Aber dann würde ich wirklich mal meine Follow-Liste durchgehen an deiner Stelle, weil ich glaube, das hat halt ganz viel damit zu tun, also zum Beispiel, wenn Leute in ihren Stories immer nur am Jammern sind und immer nur am Meckern sind, so, ja, das Wetter ist so schlecht und dann scheint die Sonne und dann sagen die, oh, es ist viel zu heiß und dann regnet es, oh, jetzt regnet es schon wieder. So, also, das nervt mich dann auch und dann folge ich den Leuten einfach. Also, ich glaube, es ist immer das, womit man sich halt so umgibt. Also, ich würde da auf jeden Fall einfach mal aussortieren, einfach mal gucken, so was, welchen Content, also gucke ich eigentlich noch gerne. Mimi, danke schön, vielen Dank. Revanja, Hallöchen. Eventuell kann man da mit Stiftungen zusammenarbeiten, genau, also das habe ich mir auch überlegt, dass ich da auf jeden Fall ich werde da auf jeden Fall nochmal auf euch zukommen, weil Schwarmwissen ist immer fantastisch. Also über euch, ne, kriege ich immer die besten Ideen und Kontakte, deswegen
das werde ich, also wenn es dann soweit ist, werde ich auf jeden Fall dann nochmal nachfragen, ob ihr irgendwelche Stiftungen kennt oder vielleicht sogar in dem Bereich arbeitet oder so, wo eben Familien geholfen wird. Aber es hat, das hat mich einfach sehr inspiriert einfach. Ja. Ach, Raskada, ich kenne das so gut. Und Animaus, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Dankeschön für die 46 Monate, Maus. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Lucia, danke für die 41 Monate. Ich finde das gerade total toll, dass du aus Kritik an dir, die eigentlich nicht gerechtfertigt war, trotzdem was für dich mitnimmst und lernst. Also hoffentlich kommt das richtig rüber. Ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was jeder so ein bisschen, also ich finde Selbstreflexion einfach sehr, sehr wichtig, weil klar, ich habe mir natürlich auch so gedacht, das ist ja total unfair jetzt so, dass sie das jetzt an mir kritisiert und ich habe das nicht, ich habe daraus nicht so gezogen, so boah, ich muss jetzt an mir was ändern, sondern ich habe einfach nur so gedacht, dass, also das war halt so ein bisschen, das kam vielleicht auch aus diesem Mitgefühl heraus, weil sie halt einfach so frustriert war, dass sie das halt an mir dann irgendwie in dem Moment rausgelassen hat und das natürlich nicht richtig ist, aber dass es halt einfach viele Personen gibt, die halt so fühlen. Und ja, dann habe ich halt ja, mir das so überlegt. Ja. Lara, hallöchen. Schön, dass du da bist. Komm gerade vom Pre-Urlaub-DM-Einkauf. Bester Einkauf. Bester Einkauf. Bidi, machst du sie so braun? Das hat Shane auch schon zu mir gesagt. Mensch, danke schön, Maus. Ja, also ich glaube, das ist auch mal so ein bisschen das Licht, aber also ein bisschen braun bin ich schon. Man nimmt es auch viel zu persönlich, wenn einem entfolgt wird, aber ist ja von jedem das gute Recht, einfach entscheiden zu können, was man sehen möchte und was nicht. Tatsächlich ist es mir lieber, dass man mir einfach entfolgt, als dass man mir noch schreibt. Also erstens ist es mir lieber, man entfolgt mir generell einfach, als dass man mir scheiß Nachricht schreibt. Was ich aber richtig doof finde, ist, wenn man mir entfolgt und mir dann schreibt, du bist scheiße und deswegen entfolge ich dir jetzt. Also wenn man mir halt wirklich konstruktive Kritik schreibt, so, ne, wenn ich wirklich Scheiße gebaut habe und ne, man sagt so, hey Nina, das finde ich nicht in Ordnung und deswegen entfolge ich dir jetzt. Das ist natürlich absolut gerechtfertigt so. Aber tatsächlich ist mir einfach am liebsten, wenn man mir einfach entfolgt. Also weil ich entfolge auch öfters Leuten. Und wenn ich dann merke, hey, so jetzt kann ich mir, also möchte ich deren Content wieder sehen, dann folge ich denen wieder. Also, ja. Ist hier ein Angelsteg? Ein Angel, Angel, Angelsteg. Ich möchte doch nur angeln an einem Angelsteg. Merle, danke schön für die 5 verschenkten Subs. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank. Für den Angelsteg. Thank you. Schön. Zwischendurch so ein Angelsteg ist doch immer so ein Pick-me-up. Wir haben im Mediamarkt immer eine Wunschtafel. Da können Kinder von Familien sich was wünschen zu Weihnachten. Das finde ich auch schön. Das kenne ich nur bei Fressnapf mit den Tierheimtieren. Aber das finde ich auch toll. Ja, auch eine coole Sache. Ja, wie gesagt, ich komme da nochmal auf euch zu, was ihr noch so für Ideen habt. Vielleicht können wir auch mal wieder was Gemeinsames starten. Ich sage das ja immer wieder, ne? Ja, wir müssen nochmal einen Spendenstream machen. Aber das habe ich jetzt erstmal nur mir so für mich überlegt. Das möchte ich privat machen, das möchte ich für mich machen. Aber ja, vielleicht machen wir, also stellen wir da ja auch noch was zusammen auf die Beine. Mehr Selbstreflexion in der Welt und die Welt wäre eine bessere, also zu 100%. Zu 100%. Ich habe zum Beispiel auch, und ich weiß, das ist auch gerade ein sehr kontroverses Thema, ich habe mir die Videos von Maoki und Anni angeguckt, habe die Debatte bestimmt, also das ganze Dings mitbekommen. Aber es wirft mich sehr durcheinander. Weil ich das so krass finde, also ich möchte da gar keine Seite irgendwie, ne? Ich möchte keine Seite wählen oder irgendwas, das steht mir auch überhaupt gar nicht zu, weil ich habe ja von Anfang an auch gesagt, ich finde es einfach unmöglich, dass sowas in die Öffentlichkeit gezogen wird, weil es einfach sehr privat ist, weil ich nämlich gedacht habe, man ist in bei jedem irgendwo, also ne, ich möchte kein Verhalten relativieren, das möchte ich nochmal betonen. Ich möchte keinen, ne, ich möchte niemanden gaslighten oder irgendwas sagen, dass irgendein Verhalten okay ist. Aber was ich sagen möchte, ist, dass ich glaube, dass man, dass jeder von uns schon mal bei irgendwem in einer Geschichte der Bösewicht war. Und ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Und deswegen ist halt dieses, ne, eine Geschichte hat immer zwei Seiten.
sehr entscheidend. Also ich habe halt so dann darüber nachgedacht, wie halt viele Dinge in meiner Vergangenheit vielleicht auch aussehen könnten, wenn sie in der, Öffentlichkeit ausgetragen worden wären. Weil es dann die ganze Zeit dieses, ja, aber du und du und ja, aber hier und dies und das. Und ich, ja, also da habe ich halt auch sehr krass so drüber reflektiert und so gedacht, so ja, wie wäre das eigentlich alles so bei dir, wenn Dinge in die Öffentlichkeit gezogen werden würden? Und also ich will jetzt nicht sagen, nur dass ich privat eigentlich einfach ein ganz schrecklicher Mensch bin, aber ich habe halt da so drüber nachgedacht, so dass man, dass jeder schon mal einen privaten Streit hatte, egal ob jetzt mit einer Freundin oder eine Trennung oder was auch immer, wo man in einer Geschichte dann der Bösewicht ist. Wisst ihr? Also, ja. Und wie gesagt, ne, ich möchte nochmal wiederholen, bevor mir wieder hier irgendwer was im Mund umdreht. Ich möchte kein Verhalten gutreden, vor allem nicht Gewalt oder Manipulation oder irgendwas. Absolut nicht. Aber ich habe dann einfach über Situationen in meinem Leben nachgedacht, wo ich mir so dachte, ja, aus der Sicht von der anderen Person, wenn man das öffentlich erzählen würde und keinen Kontext dazu hätte, würde ich wahrscheinlich auch scheiße dastehen. Also ich habe da halt viel einfach auch so drüber nachgedacht. Also, ja, weiß nicht. Bauschi, Flauschi, Hallöchen, schön, dass du da bist. Bin seit ein paar Stunden in dem Stream. Letztes Mal ein Walkthrough. Hoffe, das schreibt man so auf YouTube hoch. Meinst du vom Zoo? Das mache ich ab und zu am Anfang des Streams. Also ich würde sagen, so alle 5, 6 Streams gibt es immer mal eine Zoo-Tour. Können wir gerne beim nächsten Mal mal wieder machen. Ich würde sagen, wenn das Elefantengehege fertig ist, dann gibt es mal wieder eine Zoo-Tour. Aber wenn du auf Streamfinity die Videos mal durchklickst, da gibt es auf jeden Fall alle paar Streams eine Zootour. Blackhead, willkommen zurück. Und Lisa, Hallöchen. Ja, Pamina, also das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Also da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Also weil es ist auch immer noch so, dass ich der Meinung bin, stop making stupid people famous. Also indem man über Menschen redet, macht man sie natürlich noch bekannter. Ist ja einfach ein Fakt. Deswegen möchte ich über manche Menschen auch einfach gar nicht reden. Also, was ich halt aus der Sache mitgenommen habe, ist einfach, dass ich sehr froh bin, dass ich keine Freundschaften oder so habe, die in der Öffentlichkeit irgendwie stattgefunden haben. Beziehungsweise, dass halt so eine öffentliche Schlammschlacht einfach nicht stattfinden muss. Weil ich habe ja euch auch schon oft erzählt, manchmal ist es einfach so, dass es besser ist, wenn Freundschaften auseinandergehen, weil man merkt, man tut sich nicht mehr gut. Und da muss man meiner Meinung nach das dann auch nicht irgendwie noch, muss man nicht die Öffentlichkeit dran teilhaben lassen. Das ist ja auch nicht, also es führt niemanden gut, weil ich bin mir sicher, dass in der Situation, also in der Sache, das hat jetzt auch niemanden irgendwie was gebracht. Also keiner von den Beteiligten hat es irgendwas gebracht, dass das jetzt in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Ich glaube, es ist nur noch viel schlimmer geworden. Na, wie läuft's im Zoo? Sehr, sehr gut, Jana. Kim, das freut mich so sehr. Das ist so, so, so schön. Also Kim schreibt, wenn wir gerade bei Social Media sind, wollte ich einfach mal ein dickes Dankeschön sagen an dich und diese Community. Mit deinem Content hast du mir mega geholfen, gesünder zu leben, sowohl körperlich als auch mental. Verfolge dich schon seit deinen Sims 3 Let's Plays und bin einfach sehr froh, hier zu sein. Das ist wirklich so schön. Das ist so, so unfassbar schön, weil das ist auch genau mein Anspruch, den ich habe, weil ihr seid alle genau so gut, wie ihr seid, aber ich möchte, dass ihr gut zu euch seid. Dass ihr anerkennt, dass ihr gut seid, so wie ihr seid, aber dass ihr eben eurem Körper und eurem Mind und so weiter, ne, auch Dankbarkeit zeigt. Und das tut man eben, indem man gut zu sich ist. Und das finde ich total schön, dass ich halt Menschen dazu inspirieren kann. Und
ihr wisst, dass da einfach auch ein großer Teil von Lukas entstanden ist. Also es ist einfach so, weil er inspiriert mich und ich inspiriere euch. Dine, danke schön für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen. Halt dich gut fest, schneid dich an und dann geht's ab ins Universum. Ich danke dir. Dankeschön für den Raketenmodus, ihr Lieben. Ich kenne diese Situation sehr. Es kam halt nie in die Öffentlichkeit, aber nach meiner Trennung hat mein Ex Sachen out of context erzählt, weshalb ich halt als böse dargestellt wurde, obwohl dies halt eigentlich nicht der Fall ist, you know? Deswegen sind beide Seiten immer wichtig zu erzählen. Genau, vor allem bei Trennungen denke ich halt auch immer, dass vor allem die Person, von der sich getrennt wird, also da ist man natürlich als die trennende Person erstmal die böse Person. Und wenn sowas dann auch noch öffentlich ausgetragen wird, das ist einfach nicht gut. Und wenn dann da auch noch die Öffentlichkeit eben mitmischt und da Meinungen und Gründe rein interpretiert, das finde ich ja noch schlimmer, das habe ich ja schon ganz oft gesagt, wenn Leute da irgendwie denken, sie hätten Anspruch daran zu wissen, warum sich Menschen trennen und sowas. Nee. Ich bin nur schockiert, wie schnell man einem Menschen glaubt und wie schnell Chats falsch dastehen können. Exakt genau das, Lena. Darüber habe ich nämlich auch nachgedacht, weil ich war nach den Videos so verwirrt, ich dachte so, what the fuck geht hier ab? Und dann hat es mich halt an Situationen aus meinem Leben erinnert und habe dann halt sehr viel darüber nachgedacht und halt auch so gedacht, ja, ne, dass halt Situationen auch so dargestellt werden könnten. Und ja, ist halt einfach ganz schwer. Aber ja. Das ist ja zum Glück. Wir leben schön in unserer Blase, Leute, ne? Und Selina, hallöchen. Und Kuba, hallöchen, herzlich willkommen hier. Guck mal, die Josi hat ein Video reingeschickt, wo es eine Zootour gibt. Da könnt ihr einmal reinschauen. Wollte nur kurz sagen, dass du heute sehr hübsch hier aussiehst. Lilo, dankeschön. Ich bin tatsächlich direkt aus dem Gym hier hin. Meine Haare sind so fettig. Da ganz ein Spiegelei drauf braten. Also ich muss heute Abend, also ich wollte heute noch laufen gehen, deswegen war ich jetzt vorhin noch nicht duschen. Also ich stinke auch. aber ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lieb. Herr Nemo, mach's gut. Schön, dass du da warst und ja, ein tolles Wochenende. Kannst du mal deine Meinung zu Montessori sagen? Du meintest mal in einem Stream, dass du nicht komplett überzeugt bist und finde das total interessant, gerade auch, weil du ja aus der Erzieherrichtung kommst. Ich bin jetzt nicht mehr ganz up to date, so, aber ich finde halt die ganzen Theorien, die damals entstanden sind, ein bisschen schwierig. Also sowohl Erikson, Montessori und so weiter. Den Ansatz, den Montessori-Ansatz finde ich super. Ne? So werde ich meine Kinder auf jeden Fall auch erziehen. Hilft mir, es selbst zu tun. Fantastisch. Aber man hat damals halt Methoden gewählt, die einfach so schwierig sind. Also zum Beispiel, das habe ich Lukas auch die Tage noch erzählt, dass man ja nicht nur, also dass man zum Beispiel Urvertrauen gegen Urmisstrauen, hat man ja nicht nur pauschal so an Familien beobachtet, sondern man hat Kinder ja wirklich bewusst vernachlässigt, um diese These unterstützen zu können. Und das ist halt einfach super scheiße, dass damals halt wirklich Babys benutzt wurden, um Experimente zu machen. Und deswegen, ne, ist es für mich halt einfach schwierig, aufgrund dessen, also auf Basis dessen zu sagen, ja, das ist toll. Aber den Ansatz von Montessori, also ne, ich weiß jetzt auch nicht, ob das bei Montessori auch so war, bei der Maria. Aber das ist für mich halt einfach scheiße. Ne? Und deswegen kann ich halt nicht immer, also das ist halt immer dieses, es gibt nicht nur schwarz-weiß. Ne? Zum Glück riechen wir ja nicht durch die Kamera, also alles fein. Genau, das denke ich mir halt auch immer. Ich hatte den Fall, dass ich von mir getrennt wurde, nachdem ich schlecht behandelt wurde. Der Freundeskreis das wusste und ich am Ende die Böse war, habe ich bis heute nicht verstanden. Teenagerzeit war wirklich nicht einfach. Ja, aber das, ne, das ist halt einfach sehr schwierig. Wenn viel Manipulation dann auch herrscht, ne? Oder wenn dein Partner dann oder dein Ex-Partner da halt vielleicht dann auch
mehr Macht, sag ich mal, über deine Freundesgruppe hatte und die dann da so manipulieren kann, das ist halt krass. Tut mir total leid und ja, ich hoffe, dass du da jetzt nicht so viel von weggetragen hast, sag ich mal. Genau, das hatte ich mit meinem Ex auch. Er war eine kleine Berühmtheit in meiner Umgebung. Gefühlt jeder war auf seiner Seite. Das ist halt auch so eine Sache. Bei einer Trennung, wenn ein Paar sich trennt, da gibt es keine Seiten. Also da sollte es keine Seiten geben. Weil wenn einer der beiden sich dazu entscheidet, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein, dann, also wo gibt es da eine Seite? So, hä? Ja, ich finde das doof, dass du dich getrennt hast, weil ihr gehört doch zusammen. Ja, okay, aber wenn ich nicht glücklich bin, so hä? Also da gibt es halt einfach keine Seiten. Deswegen lasst euch das auch niemals einreden, dass Entscheidungen, die ihr vielleicht trefft, die falschen sind. Auch wenn alle Leute sagen, dass es die falsche Entscheidung ist. Wenn ihr denkt, das ist das Richtige für euch, dann ist es das Richtige für euch. Dieser Haarwaschplan immer ist es, also... geht halt nicht anders, ne? Wir müssen da jetzt durch. Dann tun wir einfach so, als wenn man eine Sleek-Frisur macht, aber es ist kein Gel, sondern Fett. Und zu, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich muss gerade eine kritische Hausarbeit über Maria Montessori schreiben. Ihre Literatur ist ziemlich schlecht gealtert, auch was Rassismus angeht. Genau. Und genau das sind solche Sachen, dass man halt einfach nicht pauschal sagen kann, ja, das ist eine ganz tolle Theorie. Weil das einfach... nicht mehr zeitgemäß ist. Aber der Ansatz, der ist super. Wo ist dein Oberteil her? Bershka? Also es ist halt einfach so ein ganz normales Tanktop mit Crop. Also so, wie es überall gibt. Und solche Sachen zum Beispiel kann man halt auch so easy auf Vinted kaufen. Weil das ist nichts Besonderes. Das ist einfach ganz normales Basic. Einfach schwarz, schwarzes Cropped Tanktop eingeben und dann let's go. aus der Mittagspause mit einem selbstgemachten Slushy, wie geil. Lass es dir schmecken. Prost. Lucia. Hallöchen, herzlich willkommen. Ist günstiger und nachhaltiger. Genau. Very true. Ich habe mich vor einigen Jahren von meinem Mann getrennt. Alle Kommentare waren, aber warum? Ihr habt doch erst ein Haus gekauft. Ja, aber ich war trotzdem nicht glücklich. Ja, das ist halt einfach... Viele Menschen halten halt immer noch an diesem... Mein Haus, mein Auto, mein Mann. So, ne? Also an diesen veralteten Sichten fest, dass man halt, wenn man einmal sich dazu entschieden hat, dass es für immer so bleiben muss. Aber nein. Ihr habt nur ein Leben. Und wenn ihr nicht glücklich seid... Und ich weiß, auch da, bevor wieder irgendwer was sagt, es gehören viele Privilegien dazu. Aber trotzdem hat jeder das Recht auf sein eigenes Glück. Mir geht es zum Glück mittlerweile super. Hab mit jedem Einzelnen von damals den Kontakt abgebrochen und bin jetzt happy mit Studiumpartner etc., während er noch bei Mama wohnt und sein Leben immer noch nicht im Griff hat. Karma hat das für mich geregelt. Schön, Lara. Das freut mich, dass du so glücklich bist. Das ist schön. Und Ella, Hallöchen. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Montessori wurde bei uns vor 2 Jahren tatsächlich aus dem Lehrplan gestrichen. Fand ich sehr schade, weil ich die Theorie gerne mal im Pädagogik-LK behandelt hätte. Ja, aber wie gesagt, wenn das halt alles nicht mehr die Basis ist, auf der man arbeiten sollte, ne? Nimm daraus einfach nur mit. Hilf mir, es selbst zu tun. Der Leitspruch. Mehr braucht man daraus auch dann nicht. Ich glaube, das sagt schon genug aus. Wir könnten da auch ein Lied von singen, ne, Nina? Aber warum? Er war doch so lieb. Ach so, und deswegen soll ich ihm meine Liebe vorgaukeln. Okay. Ja, also ne, niemand steckt in eurer Haut. Und niemand fühlt das, was ihr fühlt. Und da kann euch, also da sollte euch auch niemand zureden. Und ich weiß, dass ne, Familie und Freunde da gerne mal mitmischen wollen, aber im Endeffekt ist es halt das entscheidend, was ihr für richtig haltet. Und gleichzeitig, lasst euch aber nicht von Social Media blenden, ne, das habe ich ja auch schon oft gesagt, denkt nicht, eure Beziehung wäre kacke, nur weil ihr nicht jeden Tag irgendwie ein super romantisches Date habt und er euch nicht jeden Tag Blumen mitbringt und ihr Happy-Couple-Videos filmt und, ne?
Lasst euch davon auch nicht blenden. Das ist ja auch wichtig zu sagen. Oh ja, ich habe gar nicht an, was wir bauen. So krass, wie unterschiedlich das von Stadt zum Land ist. Meine Mädels aus Berlin machen richtig Single Highlife und die Freunde auf dem Land heiraten alle und bauen Häuser. Ja, kann ich auch genauso unterschreiben. Aber ich glaube, dass halt vor allem auf dem Land sind halt auch mehr so diese, also zumindest bei mir ist das so, diese, die dann so sagen, ja was, ihr habt euch getrennt, aber ihr wart doch jetzt so lange schon zusammen und das ist natürlich dann auch ein Zeichen dafür, dass man zusammenbleiben muss. Also ist zumindest bei mir so gewesen, dass halt die Leute, die noch auf meinem Dorf wohnen, so reagiert haben. Anja, ich sehe deine Nachricht aber. Also ich kann sehen, was du schreibst. Ging auf eine reine Montessori-Grundschule, war für mich ein richtig schönes Lernmodell, aber andere waren halt überfordert. Zum Glück haben unsere Lehrerin uns immer geholfen. Ja, genau. Und das ist halt das Wichtige, dass da auch niemand auf der Strecke bleibt, ne? Meine Schwester hat damals auch mehr gelitten, als wir getrennt haben. Nun ja, sorry, dass er mich betrogen hat. Ich habe die Probleme nur nie nach außen getragen. Ja, das ist, also ich glaube, das ist auch so der größte Punkt. Also so schön immer alles nach außen aussieht, aber niemand geht in euren Schuhen. Und niemand weiß, was hinter den Kulissen abgeht und ne, was ihr fühlt und euch anhören müsst oder keine Ahnung. Deswegen immer machen, was ihr für richtig haltet. Als ich mich damals von meinem toxischen Freundeskreis gelöst habe, wurde auch ewig danach und jetzt teilweise noch nachgefragt, wieso, weshalb, das nervt so sehr und man wird jedes Mal an die schlimme Zeit erinnert. Ja, also ich habe auch immer das Gefühl, dass bei Freundschaften viel weniger einfach akzeptiert werden kann als bei Beziehungen. Also zumindest so, was ich so mitbekomme, dass da viel weniger gesagt werden kann, okay, ja, wir ne, passen halt nicht mehr so gut zusammen. Ja. Schade. Heute muss ich mir teilweise noch anhören, tja, du hattest da ja mal einen lieben Kerl, boah, da gibt's auch nur direkt Bambule mittlerweile. Es ist ja auch einfach so übergriffig, ne? Es ist so krass übergriffig. Aber man kann halt leider nicht davon ausgehen, dass alle Menschen irgendwie selbstreflektiert sind und mal über den Horizont hinausschauen. Ja. Deswegen sage ich immer, ne? Deswegen reden wir über solche Themen, um zu sensibilisieren, um es weiterzutragen. Und vielleicht hängt es euch auch schon zu den Ohren raus, aber vielleicht kommt immer noch eine neue Person dazu und denkt sich so, ja stimmt, vielleicht sollte ich nächstes Mal nicht nachfragen, ob man schwanger ist oder keine Ahnung. Ah. Marian, Hallöchen, herzlich willkommen und alles Gute für dich und gute Besserung. Und Schoko-Cookie, Hallöchen. Hab so dolle Ängste, wenn neue Frauen in den Freundeskreis von meinem Partner kommen. Ich vertraue ihm, wurde aber auch in der Vergangenheit sehr oft genauso betrogen und verlassen. Die Angst frisst mich richtig auf. Er ist so ein Lieber und ich bin so doof und denke so blöde Gedanken ohne Grund. Aber ich denke, es hört sich so an, als wenn du das schon kommunizierst, aber ich würde da einfach ganz offen drüber reden. Weil du siehst das, du weißt ja schon, dass es halt ein Problem von dir ist, also dass es ja nicht seine Schuld ist, dass du da halt doofe Gedanken und Gefühle hast und ich glaube, dass ihr da alle besser mit umgehen könnt, wenn da einfach ganz transparent mit umgegangen wird und das sind halt einfach Traumata, die man dann aus der vorherigen Beziehung mitschleppt. Das ist halt super schade und super scheiße, aber nichts, woran man nicht arbeiten kann. Können wir das nächste Mal in meinem Büro besprechen? So eine Präsentation bitte. Josi, ich komme mal vorbei und dann rede ich mal Dacheles mit den Leuten. Ich finde es auch immer so schwierig, eine Freundschaft zu beenden, auch wenn sie einem nicht gut tut, aber es gibt dann leider immer direkt Streit. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Es ist also, ja,
wie gesagt, es ist halt auch einfach sehr schwer, Freundschaften zu beenden. Also es ist nicht nur bei Beziehungen so. Ja. Als angehende Sozialarbeiterin sehe ich es allgemein etwas kritisch, sich zu 100% auf eine Pädagogik zu stützen. Es gibt viele gute Ansätze, aber auch viele, die nicht mehr zeitgemäß sind, beziehungsweise jeder Mensch ist anders. Es gibt nicht die eine Lösung, wie ein Kind zu erziehen ist. Genau. Deswegen immer bedürfnisorientiert arbeiten, Leute. Ich denke mir auch immer, also es ist immer leicht gesagt, ich habe noch keine eigenen Kinder, aber ich bin halt Erzieherin gelernt. Ich glaube, dass... Nee, ich möchte das eigentlich auch nicht sagen, weil das löst wieder eine Debatte aus. Aber ich glaube, dass vielen Eltern es leichter gemacht werden würde, wenn sie halt mehr auf die Bedürfnisse ihres Kindes bzw. auf die Individualität ihres Kindes eingehen würden. Aber das braucht auch immer Ressourcen und so weiter. Ja, ich weiß. Wir reden nochmal, wenn ich eigene Kinder habe. Bei meinem ersten Ex-Freund haben die meisten nur gesagt, ist auch besser, so wie der aussah. Was fandest du an dem attraktiv? Wie konntest du mit dem zusammen sein? Nicht dein Ernst! Danke, dass ihr nur aufs Äußere schaut, aber dass ich zu der Beziehung erpresst gezwungen wurde, hat keiner sehen wollen. Junge, was? Also, ich denke immer, man hat schon alles gehört und gesehen. Und dann wird man aber doch immer wieder überrascht. Oh Mann, ey. Du hast vollkommen recht, damit will ihm wohl nicht auf den Senkel gehen, damit, aber es kann ja nur damit nur besser gehen. Voll. Aber wenn du das alles in dich reinfrisst, das überträgt sich immer auf eure Beziehung. Weil dann ist das einfach so ein innerer Frust, den du dann in dir trägst, weil ne, du dir unsicher bist, wenn er zum Beispiel auf irgendeine Party geht und du bist dann komisch und er fragt dich, was ist los und du sagst nichts. Statt dass du dann halt einfach sagen würdest, ja, ne, ich fühle mich da irgendwie so ein bisschen unwohl. Und wenn er dir dann versichert, so hey, ne, alles ist gut, so... Du brauchst dir keine Gedanken machen, ne? Ich verbringe dann einen coolen Abend mit meinen Freunden und dann komme ich wieder zu dir und dir einfach Sicherheit gibt, dann ist dir ja viel mehr geholfen, als dass man da vielleicht vorher noch streitet, weil du dich da nicht traust, was zu sagen oder was auch immer. Also, ich sag's immer wieder, Kommunikation ist der Schlüssel zum Glück in jeglicher Hinsicht. Und es fällt mir manchmal auch immer noch schwer. Aber das hilft. Und der Björni hilft auch immer. Björni, hallo! Dankeschön für die 34 Monate. Ich danke dir von Herzen. Dankeschön. Danke für deine lieben Worte und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche sehen. Früher war man auch gefühlt mit jedem befreundet. Heute denke ich mir, dass man, dass das einfach nur Bekannte waren, zu 100%. Ja, sehe ich auch so. Meine Kollegin letztens so, ich habe nur erzählt, dass ich bei schönem Wetter am Wochenende zum See fahren will und kommt dann allen Ärzten so, hast du jemanden kennengelernt? Ja, stimmt, weil man nur mit einem Mann an den See gehen darf. Ist doch ganz klar, Josi, weißt du das noch nicht? War in so einer typischen Dreierfreundschaft, wo ich mich langsam abgelöst habe von einer Person und von der anderen es nicht akzeptiert wurde und hatte halt auch nur diese Person als enge Freunde in der Zeit, war ich halt wirklich am Ende, weil ich die nicht loslassen wollte. Jetzt bin ich super glücklich in gesunden Freundschaften. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Das ist auch so viel wert, Leute. Wirklich. Hanabi, Hallöchen. Herzlich willkommen. Good day, good day. Sims-Nuka-Löchen. Da muss ich dir zustimmen. Hatte eine Beziehung, die gar nicht funktioniert hat. Dann haben wir kommuniziert und wir sind jetzt immer noch zusammen. Ja, ich sag's ja immer wieder. Ne? Setzt euch mit Love Languages auseinander. Das ist ganz wichtig. Letztens beim ZDF auf Instagram einen super interessanten Post zu Adultismus gesehen. Also, dass Kinder im Machtverhältnis immer den Kürzeren ziehen. Das ist einem oft gar nicht bewusst. Ja, voll. Auch so Sachen wie... Wir warten ab.
Lea, danke schön für die 18 Monate. Vielen, vielen Dank. Und auch so Sachen wie zum Beispiel, dass man Kindern vermeintlich eine Wahl lässt. Man sagt so, ja, wollen wir uns jetzt anziehen? Und das Kind sagt nein. Und die Eltern sagen, ja, aber wir ziehen uns jetzt an. Also, hä, wo hatte das Kind die Wahl? Also, ja, ich weiß, dass es auch nicht immer geht, ne? Und manchmal hat man auch einen kurzen Geduldsfaden und so. Ne? Wie gesagt, ich habe keine eigenen Kinder, ich weiß. Aber ich glaube, wenn man dann zum Beispiel sagt, hey, wollen wir heute die grüne Jacke oder die rote Jacke anziehen, dann ist das, also dann hat das Kind das Gefühl, so, ne, ich darf auch was mitentscheiden. Und dann ist das schon ein bisschen einfacher. Kann natürlich dann trotzdem noch einen Tobsuchtsanfall kriegen, aber zumindest nicht wegen dem Entscheidungsdings. Bea, Salöchen, herzlich willkommen. Das ist Planet Zoo. Das entspannteste Spiel der Welt. Pancake, Hallöchen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kommuniziere zu viel in meiner Beziehung, aber es ist echt der Key. Same. Geht mir auch so. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht alles überanalysiert und so weiter. Ne? Ist auch wichtig zu sagen. Aber ja, also ich glaube, irgendwann findet man da genau den richtigen Grad. Für mich ist es halt zum Beispiel auch immer total schwierig jetzt, weil ich halt jetzt sehr viele Freundschaften habe, die eben genau auf dieser Basis aufbauen. Kommunikation und aufeinander achten und dass man halt auch sehr empathisch anderen gegenüber ist und dass man halt, ja, ne, einfach das, worüber wir halt hier immer so reden, dass das die Basis von den Freundschaften ist. So, solche Freundschaften habe ich halt jetzt sehr viele, eben durch Twitch. Und es fällt mir sehr schwer zu realisieren, dass es halt aber viele Leute gibt, die eben nicht so sind. Deren Basis nicht so ist. Und ja, das ist oft schwer für mich noch, aber ja. Da bin ich dann umso glücklicher, dass ich so viele tolle Menschen gefunden habe. Habe auch große Verlustängste. Mein Freund muss das ein bisschen ausbaden. Mir hilft es zumindest, seine Freunde kennenzulernen, aber da bin ich auch unzufrieden mit meinem Äußeren. Aber da ich auch unzufrieden bin mit meinem Äußeren, denke ich dann immer, der findet eine hübschere, obwohl das nicht der Fall ist. Muss einfach mehr lernen, mich selbst zu lieben und das, selbst wenn er was machen würde, was er niemals tut, dann verliere ich jemanden, den ich gar nicht haben möchte, weil dann Fremdgeher. Aber er ist ganz lieb und arbeitet mir zu. Und genau das ist, ach so, mit mir zusammen daran, genau das ist der richtige Ansatz, weil diese Verlustängste, die können einfach entstehen. So, ne? Ich habe die bei mir selber auch ausgelöst. Ich bin da selber schuld dran. Und hatte das auch nie und hatte das ganz plötzlich in der Beziehung zu Lukas, obwohl er mir halt auch überhaupt gar keinen Grund dazu gegeben hat. Und da muss man dann halt einfach erstmal realisieren, dass das Problem bei einem selber liegt und wo das Problem überhaupt liegt und wie man das behandeln kann. Und das ist ja schon der perfekte Ansatz, dass du eben genau weißt, woran du bei dir arbeiten musst und dann noch einen Partner zu haben, der eben gemeinsam mit dir daran arbeitet, ist halt der Schlüssel zum Glück. Und dann kann man einfach eigentlich auch nur davon ausgehen, dass ihr das in den Griff kriegt oder dass du das in den Griff kriegst. Ja. Hab meiner Mädelsgruppe jetzt auch ganz offen gesagt, dass ich die wöchentlichen Treffen einfach nicht liefern kann und will. Sie machen jetzt auch mehr ohne mich, aber das ist okay. Wenn ich dabei sein will, kann ich das. Sehr schön. Das ist gut. Ja, das ist halt auch so eine Sache, ne? Wenn dann so gesagt wird, ja, du hast ja gar kein Interesse mehr daran, dich mit uns zu treffen oder so, nur wenn man es halt einfach nicht schafft, ist dann halt auch schon irgendwie ein bisschen doof. Aber schön, dass du das so für dich machen konntest. Und Aide, danke noch für deinen Sub. Leute, einmal in Raketenmodus. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen. Herzlich willkommen im Universum. Halt dich gut fest. Schneide ich an. Und dann geht's ab ins Universum. Und Pralinchen ist schon seit 9 Monaten dabei. Vielen Dank fürs Twitch, Baby. Vielen, vielen Dank. Als Erzieher hat man aber natürlich auch nochmal einen anderen Blickwinkel. Voll. Aber deswegen sage ich auch immer, dass ich mir wünschen würde, dass es so eine Art Elternführerschein gibt, wo man die Basics, die wir in der Erzieherausbildung lernen, lernt, um das Kind einfach viel, viel besser zu verstehen. Und viele Eltern setzen sich ja auch damit auseinander. Die lernen ja auch, ne, dann diese Theorien kennen, die es alle so gibt und so. Aber viele eben auch nicht. Und ich glaube, dass es halt vielen helfen würde, das Kind viel besser zu verstehen. Dass es halt Dinge oft nicht macht, um einen zu ärgern, sondern einfach, weil es Frust hat oder, ne, weil es irgendwie, weiß ich nicht. Also es halt einfach einen anderen Ursprung hat, als man als Erwachsener denkt.
Ja, und ich fände es voll schön, wenn es das geben würde. Man sollte den Kindern nur die Wahl lassen, wenn man mit der Antwort leben kann. Ja, true. Vanilla, Hallöchen. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Direkt wieder Deep Dive hier bei euren Gesprächen. Immer. Immer, das muss rein. Ich würde manchmal gerne wissen, ob ich ohne Twitch heute genauso, wie ich behaupten würde, reflektiert wäre oder so krass einfühlsam. Empathisch würde ich sagen, war ich auch vorher schon, aber so krass alle Seiten versuchen zu verstehen etc. kam, glaube ich, echt viel durch Twitch etc. Beziehungsweise durch die Leute, die ich hier kennenlernen durfte. Ja, same. Geht mir auch so. Also ich glaube auch, dass ich nicht so reflektiert wäre ohne diese Bubble, in der wir sind. Weil man halt einfach auch mit vielen verschiedenen Lebensweisen konfrontiert wird und vielen verschiedenen Blickwinkeln und so weiter. Und ich glaube, das hilft sehr dabei, halt die Welt besser zu verstehen und einfühlsamer zu sein und so. Also, ja. Twitch ist einmal. Danke fürs Motivieren. Schau deine Videos übrigens immer beim Bilderbearbeiten. Immer ein super Motivator. Bist du Fotografin oder... was meinst du mit Bilder bearbeiten? Vielen Dank für die lieben Worte. So wie ein Geburtsvorbereitungskurs. Genau, so meinte ich das. Fände ich super. Fände ich richtig toll. Fände ich schön. Kinder machen geht leichter, als man denkt. Bei der Erziehung sieht man dann halt die Unterschiede. Ja, das ist wohl sehr wahr. Wir gucken mal ganz kurz, wie den Elefanten das bisher gefällt. Ja, super. Ja, hör mal. Finden sie richtig geil. Schön, freut mich. Habe mir nebenbei eine detaillierte To-Do-Liste gemacht, auch mit Zeitangaben, damit ich mich endlich aufraffen kann. Jetzt gibt es Mama Mia den Film auf die Ohren und ab geht die Post. Macht es, Liam, ganz viel Erfolg. Will mir mein Leben gar nicht mehr ohne Twitch vorstellen. Ja, verstehe ich auch sehr, also geht mir genauso. Das ist einfach eine schöne Sache. Das Elefantenhaus ist ja cool. Die hat richtig Brutalismus-Stil. Ist das eine Art von Architektur? Davon habe ich null Ahnung. Oh, vielen Dank. Fairy Fox, dankeschön für die 21 Monate. Thank you. Und Kiwi, Hallöchen. Und Marlies, Hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid. Auf Twitch sind die meisten Menschen loyaler oder empathischer als im echten Leben. Also ich meine, auch das kann man natürlich nicht pauschalisieren. Ne? Man kann nicht pauschal sagen, ist so. Aber die Menschen, die ich kennengelernt habe, sind schon zum Großteil alle so. Und das finde ich sehr schön. Aber halt auch zu sehen, wie auch nicht nur unter den Streamern so viele tolle Freundschaften entstanden sind, sondern auch bei den Zuschauern, ist einfach ganz schön toll. Jenny, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ich mache Pferde- und Hundeshootings. Wie cool. Verbringe täglich viele Stunden vorm PC mit Bearbeiten, brauche nebenbei immer Entertainment. Da sind die Videos und deine Streams richtig perfekt für. Das freut mich riesig. Das ist schön. Sehr schön. Ach man, toll. Das ist also, ich freue mich ja wirklich jedes Mal, weil also ich finde das immer so krass, dass ihr wirklich halt meine Videos guckt. Also ich meine, klar, sonst hätten die ja null Aufrufe, aber dass das halt so euer Leben begleitet, ist einfach... Geht nicht in meine Birne rein, Leute. Geht da nicht rein. Ich hatte übrigens, fällt mir gerade ein, habe ich ganz vergessen zu feiern. 5-jähriges Selbstständigkeitsjubiläum am 1.8. Och, Manno. Juhu, Leute. Woo! Da war ich auch im Urlaub, deswegen habe ich das vergessen zu feiern. Wie viele Ela-Humpies, so nennt mein Neffe Elefanten, sind aktuell schon im Gehege? Ich glaube 4. 1, 2, 3, 4.
Ja, ich glaube 4 oder 5. Ne, hier oben ist auch noch einer. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Stück. Ja, ja, dankeschön, die Leute. Dankeschön. Nein, aber es ist halt wirklich voll krass so. Also ich denke da viel zu selten drüber nach, dass es halt schon ein krasses Privileg ist, dass ich das immer noch so toll, also so machen kann. Also, ne, dass ich da halt einfach das seit 5 Jahren... Also, weil es hätte ja auch sein können, dass ich nach 2 Jahren so sage, ja, hey, nee, ist irgendwie doch kacke. Oder läuft nicht mehr so oder keine Ahnung, ich gehe wieder zurück in den Kindergarten. Und dass ich halt immer noch so easy sagen kann, ja, ne, ich bin immer noch selbstständig damit. Das ist schon toll. Das ist schon eine super tolle Sache. Deswegen, thank you from the bottom of my heart. Darauf kannst du sehr stolz sein, Nancy, dankeschön. Ich habe, also das ist auch so ein bisschen was ich dieses Jahr mehr machen möchte oder mehr anerkennen möchte, ist einfach mal stolz auf mich sein. Weil so richtig stolz ist man irgendwie selten. Weil man immer so denkt, so ja, aber andere haben ja noch was viel Krasseres erreicht oder hier oder da. Aber man kann auch einfach mal auf sich selbst stolz sein, wenn man coole Sachen schafft. Und das ist zum Beispiel auch laufen gehen. Das ist, da kann man auch stolz drauf sein. Auch wenn es Leute gibt, die Ultramarathons laufen. Ja, klar, krassere Leute gibt es immer. Aber für einen selber ist das krass. Und deswegen kann man auch mal ganz kurz innehalten und einfach mal sagen, cool, dass ich das geschafft habe. Lady Arasnia, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Würdest du denn zurück in den Kindergarten gehen oder würde es dich woanders hin verschlagen? Also theoretisch würde ich zurück in den Kindergarten gehen. Also ich liebe den Job. Ich finde den richtig, richtig toll. Aber ich finde auch, habe ich ja schon mal erzählt, ich finde auch so Synchronsprecher und sowas, finde ich auch super spannend. Könnte ich mir auch super vorstellen, das vielleicht mal als Weiterbildung irgendwann zu machen oder so. Wenn AI das nicht verhindern wird. Oder tatsächlich auch ins Social Media Management so. Also das, was Antonia halt jetzt für mich macht. Außer, dass ich halt nicht so gern telefoniere. Das ist so ein bisschen... Aber... Auch das würde ich hinkriegen. Das finde ich auch sehr spannend. Aber generell würde ich auch zurück in den Kindergarten gehen, ja. Wie lernt man diese ganzen netten Menschen hier eigentlich im Real Life kennen? Ich bin leider nicht auf der Gamescom dieses Jahr, aber habe immer das Gefühl, wenn man so schreibt, wer kommt aus XY-Umgebung, dass einige zwar schreiben, ich hier, aber es wird nur leider nie was draus, mache ich einfach nur falsch. Ich glaube, das Problem ist, man darf das nicht erzwingen. Also das ist genauso, wie viele mir halt immer schreiben, ja, ich wünschte, wir wären befreundet oder keine Ahnung, freundest du dich auch mit Zuschauern an oder sowas. Also ich habe so viele jetzt, so viele meiner Freundinnen, Josi zum Beispiel, war einfach halt eine Zuschauerin und jetzt sind wir gute Freunde. Sowas passiert einfach und ich glaube, dass man das halt nicht erzwingen darf, so, ja, hey, wollen wir uns anfreunden, sondern sowas passiert halt einfach. Und so war das auch mit den ganzen Freundschaften im Chat. Also die ganzen Leute, die sich halt über meinen Chat zum Beispiel kennengelernt haben, das ist halt über die Jahre passiert, wenn wir zum Beispiel auf dem Server irgendwie Among Us gespielt haben oder was weiß ich, dass es dann halt, dass da dieser Austausch stattgefunden hat, dann, dass man dauerhaft hier im Chat immer zusammen abgehangen hat und dann lustige Zeiten zusammen erlebt hat und so weiter. Sowas entsteht halt einfach. Das ist nichts, was man provoziert oder was man beeinflussen kann. Also ich glaube, einen Schlüssel zum Glück gibt es da einfach nicht. Anni, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Hätte euch alle so gerne auf der Gamescom kennengelernt, aber ist aktuell einfach nicht möglich. Oh, wie schade ist das. Aber dann nächstes Jahr. Menschen über Twitch kennenlernen? Unmöglich. Ja, aber überlegt euch das mal, wie viele halt Freunde über Twitch kennengelernt haben. Das ist wirklich krass. Josis Erfolgsgeschichte vom Fan zur Freundin. Das wird die Autobiografie, Leute. Schreibt euch in den Kalender.
Nein, aber ich finde zum Beispiel auch, bei Tabea finde ich das auch mal krass so, wenn sie erzählt, dass sie vor ein paar Jahren halt, keine Ahnung, meine Videos auf dem Fernseher geguckt hat und ich weiß nicht mehr, ob es ihr Mann war oder ihre Schwester, ich glaube, ihr Mann war es, dann gesagt hat, ja, ihr würdet euch voll gut verstehen, ihr werdet voll gute Freunde und jetzt sind wir halt gute Freundinnen. Das ist halt so irgendwie krass. Ich finde das voll, ja, voll schön. Zack. Dankeschön für dein Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen im Universum. Halt dich gut fest, schneide dich an und dann geht's ab ins Universum. Vielen, vielen Dank. Bin jetzt im Planet Zoo-Game richtig angekommen. Platziere seit Stunden Steine. Ja, aber ist doch geil, oder? Ist das nicht entspannt? Es ist einfach nur schön. Ines, Hallöchen. Merle, danke schön für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Das ist wirklich krass, wenn man drüber nachdenkt. Ja, ne? Also es sind so viele. Also ich kenne halt auch so viele, die sich über Twitch kennengelernt haben. Also jetzt, ne, mal abgesehen von den ganzen Beziehungen, die entstanden sind über Twitch. Aber halt auch, ich kenne viele, die einfach sehr gute Freunde geworden sind über Twitch. Finde es im Erwachsenenalltag auch viel schwerer, neue Freundschaften zu schließen und aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, deswegen funktionieren die Freundschaften über Twitch auch so gut, weil es einfach im Alltag sehr schwer ist, das so aufrechtzuerhalten. Und vor allem, ich bin halt auch eine Person, ich bin sehr schlecht im Schreiben und so, ne? Also ich bin immer so, ich erzähle das dann lieber alles im Real Life, wenn wir uns dann sehen. Also das hört sich jetzt richtig doof an, aber ich teile auch nicht so viele Sachen. Also ich schreibe selten meinen Freunden so, zum Beispiel jetzt das neue Handy. So, ich schreibe meinen Freunden nicht, ich habe jetzt ein neues Handy. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, ich behalte Sachen immer für mich. Ich erzähle die zwar auf Instagram und meistens kriegen meine Freunde das dann halt auch immer über Instagram mit, aber auch wenn ich coole Partnerschaften habe oder sowas, ich erzähle das irgendwie immer nicht. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber irgendwie denke ich immer so, ach ja, interessiert die ja vielleicht gar nicht. Obwohl ich weiß, dass es die interessiert. Also, keine Ahnung. Und ich bin halt einfach nicht so gut da drin, so viel zu schreiben und so. Und ich glaube, über Twitch wird das halt automatisch aufgefangen, dass man sich irgendwie so halt übers Internet meldet. Vampir-Sim, Dankeschön für die 2 verschenkten Subs. Vielen Dank. Also, ne, wenn wir jetzt dann über den Chat uns, also Josi und ich zum Beispiel schreiben auch nicht so viel privat, aber wir lesen uns ja jeden Tag gefühlt so irgendwo im Chat. Und ja, das fängt das, glaube ich, so ein bisschen ab. Dieses Jahr einfach Michelle und mein 3. Jahr der Freundschaft. Ja, und das ist doch so schön. Richtig, richtig toll. Und Nalumi, Hallöchen. Aber ich habe auch schon hier in Berlin tolle Leute von Twitch treffen können, habe ich letztens gesehen, ja, als ihr euch getroffen habt. Voll schön. Mein Ex-Freund meinte doch auch immer, irgendwann werdet ihr euch safe mal besser kennenlernen. Und ich so, jo, klar, wovon träumst du nachts? Ja, aber das weiß, also sowas kann man ja auch nicht vorher irgendwie wissen, ne? Ah ja. Schön, schön, schön. Lüses, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Weil einfach auch meine kleine Schwester mittlerweile und kennen uns auch nur von Twitch und haben uns 2-mal gesehen bis jetzt. Ja, und das ist halt auch das, ne? Das zählt überhaupt nicht. Also es zählt überhaupt nicht, wie oft man sich gesehen hat und wann man sich das letzte Mal gesehen hat. Als ich letztens mit Becky und Sandri am Wellnesswochenende war, also da, wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, letztes Jahr im November oder so gesehen. Und es ist einfach, wir haben ja nonstop durchgeredet. Ich meine, ich war danach heiser, als ich nach Hause gefahren bin, weil wir ja nur gequatscht haben. Und ich glaube, das ist wirklich ein großer Unterschied zu Freundschaften, die man vielleicht, also natürlich gibt es das auch, ne, dass man das einfach so im Real Life quasi findet, aber ja, das ist einfach schon eine ganz besondere Basis. Anna, Hallöchen! Schön, dass du da bist. Hab meine beste Freundin auch durch ein Coverprojekt kennengelernt und wir kennen uns jetzt seit 13 Jahren oder sowas. Kein Plan, Überblick verloren. Ja, aber ist doch voll schön. Gemeinsame Interessen sorgen ja eigentlich immer dafür, dass Freundschaften entstehen, weil das ist ja auch irgendwie so meistens die Basis, ne? Eine Freundin von mir aber auch, wie immer so, und gibt's was Neues? Sie, nee, eigentlich nichts. Und dann eine halbe Stunde später, ach so, wir hatten übrigens am Mittwoch eine Hausbesichtigung. Genau, genau das meine ich. Also das ist halt so, ja, wenn man das, also man will ja auch nicht irgendwie
Ja, keine Ahnung. Ist halt irgendwie nicht dumm. Ich hätte das ja vor 3 Jahren auch niemals gedacht. Vor ein paar Jahren, paar Tagen habe ich bei WhatsApp herausgefunden, dass eine Sprachnachricht aufhört aufzunehmen ab 30 Minuten, weil ich jemanden aus dieser Bubble eine Sprache geschickt habe. Und ich finde das irgendwie toll, dass das auch einfach durchs Internet entstanden ist oder dass ich mich in einer fremden Stadt mit jemandem treffe und es war so schön. Bin wirklich auch dankbar für den Ort hier. Ja, wirklich. Also es ist, ich glaube, das hätte niemand so gedacht, wenn man so reinstartet, sage ich mal. Aber einfach toll. Wollte auch mal meinen Senf dazu geben, aber ist auch total schön zu hören. Finde es auch so schön, wie sowas wie Alter und sonst was hier irgendwie einen ganz anderen Stellenwert hat als im Real Life. Ich glaube auch, dass viele Sachen in den Hintergrund gerückt werden. Also ich glaube auch, dass es nirgendwo einen Ort gibt, wo Alter so wenig eine Rolle spielt wie hier. Einfach weil man halt eine andere Basis hat. Das wird noch irgendwann schön gemacht. Also das hat halt irgendwie nicht so viel Relevanz. Also das ist, glaube ich, im Real Life auch anders, ne? Finde ich auch schön. Nicht schreiben, wie alt ihr seid. Ne? Vielleicht ist es gerade deswegen kein Thema. Meine beste Freundin habe ich in meiner Heimatstadt kennengelernt, als ich da gerade dabei war, 400 Kilometer weit wegzuziehen. Nun ist sie seit 18 Jahren meine beste Freundin, sehen uns aber nur einmal im Jahr. Ja, es ist natürlich auch schade, ne? Das ist natürlich auch traurig. Aber andererseits ist es ja umso schöner, dass es dann halt jedes Mal einfach schön ist und ohne Stress und ohne Sorgen. Weil ich meine, wir haben alle unser eigenes Leben so und wir haben alle unsere eigenen Sorgen und Sachen zu bewältigen. Und ja, wenn man dann auch noch irgendwie Stress hat, weil man sich nicht sieht oder so, das ist halt auch irgendwie doof. Meine absoluten Lieblingsmenschen habe ich auch letzten Herbst zufällig kennengelernt, weil das Freunde von meiner Cousine sind und wir durch den gleichen Musikgeschmack auf Konzerte gefahren sind. Ja, und ich glaube, dass man immer über sowas halt Kontakte knüpft. Also auch Leute, die irgendwie sagen so, ja, ne, ich finde keine Freunde. Man muss natürlich auch ein bisschen was dafür tun. Also zum Beispiel Vereine oder sowas, die sorgen natürlich auch dafür, dass man Menschen kennenlernt. Oder halt soziale Organisationen oder halt irgendwas machen. Es gibt ja so viele tolle Sachen, die man machen kann. Und auch so viele Angebote, die man oft ja auch gar nicht wahrnimmt. Also wenn man mal bewusst irgendwie sich mal anschaut, was auch die Städte organisieren und so. Ich habe jetzt auch gesehen, dass es jetzt in Bielefeld irgendwie die längste Frühstückstafel gibt. Also es ist jetzt nächste Woche, glaube ich, Sonntag. Da wird dann in der ganzen Stadt irgendwie eine Frühstückstafel aufgebaut und dann frühstücken da alle zusammen und irgendwie. Also so richtig verstanden habe ich es auch nicht, aber super cool. Super cool. Ich finde es so toll. Und jetzt lebe ich auch bei so einem random fremden Typen aus dem Internet. Ich auch, Vanessa. Mach dir nichts draus. Ja, aber das ist auch einfach nur schön. Das ist einfach nur toll. Ich glaube, der große Vorteil bei Twitch ist auch, dass man direkt ein bis mehrere gemeinsame Hobbys hat, wenn es Achso, wenn es mit Personen passt, denen man dann auch gemeinsam nachgehen kann. Außerdem finde ich, dass man durch den Chat schon viel über die Menschen für sich lernt und das alles in einem Tempo, wie es einem am besten passt. Das trägt bestimmt auch zum Erfolg bei, was Freundschaften angeht. Voll, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube nämlich auch, dass, weil meistens lernt man sich ja nicht so auf die normale Art und Weise kennen, dass man halt miteinander schreibt. Also zumindest hier auf Twitch. Sondern dass man das halt zum Beispiel, keine Ahnung, Björni schreibt dann in den Chat, ja, ich habe gerade meine Dungeons & Dragons Runde geplant und dann weiß ich, oh cool, Björni spielt Dungeons & Dragons, wir könnten mal Dungeons & Dragons zusammenspielen, so. Also, dass man sich halt ja so passiv kennenlernt quasi. Ja, das ist auch eine sehr gute Sache. Wir spielen bald wieder D&D mit unseren eigenen Charakteren. Und ich bin Tiefling. Jana, mach's gut, schön, dass du da warst.
Und Milka, hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Be my little, hallo. Wäre auch bereit für einen random fremden Typen aus dem Internet. Schön, dass du da bist. Ja, ist schon verrückt, wenn man das nicht so überlegt, ne? Einfach so. Typen aus dem Internet. Ach, toll. So, wir machen jetzt mal noch hier so ein bisschen Gestrüpp auf die, aufs Wasser. Was fällt Nina als erstes ein, wenn sie an Björni denkt? D&D? Ja, weil das spielen wir zusammen. Deswegen fällt mir das als erstes ein. Also Björni und ich spielen zusammen D&D. Und das hält halt unsere Freundschaft so zusammen. Also das ist halt... Dadurch sind wir befreundet. Also nicht ursprünglich dadurch, aber... Das connectet uns halt. Und deswegen war das so ein gutes Beispiel. Ich habe mal durch meine Trennung 2022 und die Schwangerschaft letztes Jahr irgendwie alle Menschen aus meinem alten Leben verloren. Habe mittlerweile nicht mal mehr Kontakt zu meiner jahrelangen besten Freundin. Hier ist ein absoluter Safe Place, wo jeder, der diesen nicht zerstört, willkommen ist. Und dabei ist es egal, in welcher Lebensrealität man sich so befindet. Habe hier zwar so an sich keine Freunde gefunden bis jetzt, aber ich fühle mich hier nie alleine. Ich glaube, das ist auch so die Basis, ne, weswegen dann sowas auch entstehen kann. Und das ist total schön zu hören. Das freut mich riesig, Anna. Und manchmal sind Dinge auch besser so. Also, ja. Manchmal ist es auch gut, wenn Sachen auseinandergehen. Sapse, danke schön für die 26 Monate. Vielen, vielen Dank. Wenigstens Wochenende meine erste D&D-Runde. Freue mich so mega, Jule. Ganz viel Spaß. Was spielst du für eine Klasse? Hab nach den Geburten von meinen Kindern leider ganz viele Kontakte, Freunde, Bekannte verloren. Unsere Lebensstile und Ansichten haben nicht mehr gepasst. Finde es schon schade, aber ich weiß, dass ich bestimmt irgendwann Leute finde, die ähnliche Ansichten und Interesse haben. Das Ding ist halt auch, natürlich, man möchte ja auch nicht einsam sein. Ne? Also, wenn man so... Also für mich hat es auch immer noch mal einen Unterschied, einsam oder allein sein. Aber man möchte ja auch vielleicht soziale Kontakte haben und Freunde haben, mit denen man Dinge teilen kann und so weiter. Aber ich frage mich immer, zu welchem Preis? Also ich frage mich immer, ob es dann überhaupt Sinn macht, wenn man sich halt mit Menschen unterhält, die halt null verstehen, was du denen da gerade erzählen willst. Zum Beispiel, wenn du denen dann erzählen würdest, ja, ich gucke immer Twitch-Streams und das ist total schön. Und die sagen dann so... Was? Du guckst jemanden dabei zu, der Videospiele spielt so? Und die wollen das nicht mal verstehen. Dann ist das schon so, dann denke ich mir halt so, okay, sollte man dann da überhaupt noch so, also ist das dann überhaupt eine Freundschaft? Und dann, ja, also ich meine, ich habe immer leicht reden, weil ich bin gern allein. Ich finde Alleinsein toll, ich brauche keine sozialen Interaktionen. Ich freue mich natürlich auch total, wenn ich was mit meinen Freundinnen machen kann, aber ich brauche das nicht. So, ich habe gestern nochmal drüber nachgedacht, nee, heute Morgen war das im Radio, hat die Radiomoderatorin gesagt, so, boah ja, Corona, man durfte sich mit niemandem treffen, das war ja wirklich schrecklich. Und dann habe ich so gedacht, für mich eigentlich nicht. Also, ne, es sei jetzt mal alles ausgeblendet, was damit einherkam, sondern einfach nur der Fakt, für mich war es nicht schlimm, mich monatelang nicht mit anderen zu treffen. Ich hatte aber natürlich auch mein Online-Dasein, sodass ich das Gefühl habe, ich tausche mich ja mit Menschen aus und ich hatte natürlich auch da einen Partner und so weiter. Das ist natürlich ein großer Unterschied, aber ich brauche das einfach nicht. Ich brauche es einfach nicht und das ist natürlich dann leichter zu sagen, so ja, ne, trenn dich von Freundschaften, weil ich das halt dann, also wenn man merkt, es tut einem nicht gut, weil ich halt auch nicht so mir denke, oh, ich brauche das unbedingt. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht sollte ich öfter mal meine Dating-Stories hier teilen. Vielleicht bekommt dann jemand Mitleid. Josi, du wirst so einen tollen Typen irgendwann finden, wenn du es nicht erwartest, okay? Weil du hast nur den tollsten Typen der Welt verdient. Und deswegen dauert es halt noch ein bisschen. Der wird noch geformt. Es ist halt so. Und Sapse, schön, dich auch im Chat zu lesen. Mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch.
Dunkelelfin, spielen in der Hauptstadt von Wildemont, keine Ahnung, und bin Blutjägerin, finde meinen Charakter so cool. Mega. Hast du den selbst entworfen oder ist das ein vorgefertigter? Ein zaster Hallöchen. Seit wann sage ich Blackhead? Ich bin verwirrt. Ja, das ist, ne, manchmal sage ich auch aus Versehen Josie. Nina, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Find, die Geburt bringt so eine große Veränderung. Erst einmal für einen selbst und dann verändert sich auch das soziale Umfeld so krass. Freundschaften werden wirklich strapaziert, wenn man zu Beginn so eingespannt ist und sich selbst erstmal finden muss. Merke auch, dass einige Freundschaften einfach nicht mehr so intensiv sind und auch Freundschaften auseinandergehen, weil man andere Lebensmittelpunkte hat. Ja, und ich glaube, also das ist dann auch so ein beidseitiges Ding einfach. Ich glaube, wenn Menschen halt kein Interesse daran haben, den Kontakt zu dir zu halten, also im Sinne auch von, ne, wir haben uns jetzt vielleicht ein halbes Jahr nicht gesehen, aber hey, wollen wir uns jetzt einfach mal treffen? Und nicht denken, oh, die hat ja nur Zeit für ihr Baby oder keine Ahnung, dann sollten das auch nicht deine Freunde sein. Also ich merke das halt mit Lauri zum Beispiel, dass sie natürlich, ne, sie hat jetzt ein Kind, das ist ein ganz anderes Leben, was sie jetzt führt, aber das würde niemals bei mir dafür sorgen, dass ich so denke, boah, ja, was soll ich mich jetzt mit dir treffen? Also ja, dann sind das, also dann sollten das auch nicht eure Freunde sein, wenn die halt so darüber denken. Alleinsein ist schön, wenn man will, nicht wenn man muss. Ja, das stimmt. Das ist ein sehr, sehr, sehr wahrer Satz. Clari, danke für die 15 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich denke auch manchmal an die Zeit zurück und manchmal wünsche ich mir das sogar ein bisschen zurück, einfach ohne jemandem das erklären zu müssen, dass man lieber jetzt zu Hause ist. 100%. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut und ich bin froh, dass es nicht mehr so ist. Tatsächlich, das war auch etwas, weswegen ich mich gestritten habe damals, weil Freundinnen von mir nicht akzeptieren wollten, dass ich mich nicht treffen will. Weil ich gesagt habe, ich hab eine Vorbildsfunktion und predige jeden Tag auf Instagram, bleib zu Hause, damit der Scheiß so schnell wie möglich vorbei ist, so. Dann kann ich mich nicht in meiner Freizeit mit meinen Freundinnen treffen. Ja, aber das weiß doch keiner. Nein! So, also, das war auch so schlimm für mich. Also, dass man da so wenig Mitgefühl irgendwie hatte und das so wenig nachvollziehen konnte. Ja. Also, ich war da auch einfach nur froh, dass man einfach sagen konnte, nee, ich komme nicht, weil darf man nicht. Ja. Ja, Josi. Also, ne, 29 Jahre Altersunterschied ist schon, ne, also. Hab schon öfter wieder ein schlechtes Gewissen, wenn ich bei gutem Wetter drin hocke und Sims spiele oder so. Ja, aber ich glaube, das müssen wir auch einfach beiseite schieben, weil jeder kann das machen, was er oder sie möchte. Und das Wetter nicht darüber entscheiden sollte, was wir unternehmen oder was wir nicht unternehmen, ist natürlich völlig nebensächlich. Aber Vitamin D, Leute, ne? Ein bisschen Vitamin D brauchen wir. Hab den mit meinem Freund zusammen entworfen, hat 4 bis 5 Stunden gedauert. Mega cool, Jude. Voll schön. Finde es auch wichtig zu lernen, einfach mal alleine und mit sich selbst zu sein. So lernt man sich selbst nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennen. Ja, voll. Finde ich auch. Ich finde natürlich trotzdem, dass man, also soziale Kontakte sind trotzdem wichtig. Ne? Finde ich, ist trotzdem schon eine wichtige Sache. Aber ich finde es auch schön, dass immer mehr auch thematisiert wird, Sachen auch einfach mal alleine zu machen. Weil ich fand alleine Sachen, oh mein Gott. Sachen alleine machen schon immer toll. Ich glaube, das habe ich aber auch so ein bisschen von meiner Mama, weil Mama macht auch viele Sachen alleine, also auch mal so alleine in die Stadt und so. Und deswegen kannte ich das halt auch, dass man das macht. Aber ich finde das auch toll, dass es immer mehr so auch thematisiert wird und so. Dass es halt nichts Schlimmes ist.
irgendwo auch alleine zu sitzen und so, dass sich niemand denkt, oh, die sitzt aber alleine da, die ist ja ein Weirdo. Also, dass es viel mehr voll schön ist. Also, ich kann zum Beispiel, wenn ich in der Stadt bin, kann ich das viel besser alleine, weil dann weiß ich so, ich kann mir Zeit lassen, ne? Niemand wartet auf mich, ich kann in Ruhe gucken. Also, ich liebe das, alleine irgendwie in der Stadt zu sein. Oder alleine bei DM. Ach, toll. Ich finde es krass, wie viele Mütter hier sind und wie wir alle sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, voll. Absolut. Das ist mir letztens auch aufgefallen. Also da habe ich so realisiert, dass meine Community einfach mit mir wächst. Und das finde ich total schön. Weil es jetzt halt einfach nicht mehr so ist, dass ich halt in der jüngeren Generation gefragt bin, sondern halt eher, also weil ich würde mich jetzt nicht als cool bezeichnen. Ich glaube, man würde mich als Teenager nicht angucken und sich so denken, die ist ja cool, die geht wandern. und ich finde das aber total schön, dass ich halt jetzt nochmal eine ganz andere... Also ich glaube, dass ich jetzt wirklich einen Mehrwert biete. Also es klingt vielleicht auch ein bisschen arrogant, aber ich glaube, dass ich jetzt so viel Mehrwert biete, wie ich ihn noch nie geboten habe. Weil ich habe jahrelang halt einfach so mein Zeug da gemacht und aber so richtig zu was Positivem inspiriert, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das getan habe. Und ich glaube, dass es halt durch Twitch und so und auch durch meine persönliche Veränderung immer mehr so geworden ist, dass man halt andere Sachen vermittelt und so und dass man halt dann auch andere Menschen anspricht. Und ich finde das richtig toll. Das ist eine richtig schöne Entwicklung einfach. Finde ich schön. Also, wir finden uns ja cool. Ne? Das ist ja das Wichtige. Ich denke öfter auch einfach, wo Neues wachsen soll, muss Altes weichen. Sehr gut gesagt. Ja. Das hat tatsächlich auch Freundschaften entzweit bei mir. Konnte gar nicht verstehen, warum sich Leute im höchsten Lockdown Party machen und das posten müssen. Also, nee, das war auch ein absoluter No-Go für mich. Und zeigt irgendwie dann auch, finde ich, so wie die Menschen so generell drauf sind. Also es hatte auch gerade jemand geschrieben, habe ich gerade auch überflogen, dass Corona auch viel gezeigt hat und offenbart hat über Menschen. Durch diese Streams und Talks immer hat sich mein Mindset sonntags ins Positive verändert. Hab viele Freunde, wahrscheinlich sollte da nicht sonntags stehen, ne? Hab viele Freunde verloren und habe gemerkt, dass es nicht so sein sollte. Die haben mir nicht gut getan und so weiter. Das ist schön. Das ist wichtig zu realisieren. Ich habe auch schon oft so dann irgendwie in schlechten Momenten dann irgendwie gedacht, oh, ne, du hast jetzt die ein oder andere Freundschaft gar nicht mehr. Liegt's an dir? Bist du irgendwie richtig scheiße? Und dann habe ich so gedacht, ja, vielleicht liegt's auch ein Stück weit an mir. Aber andererseits ist es auch dann einfach so, dass wir nicht zusammenpassen. Also dann passen unsere Lebensvorstellungen einfach nicht zusammen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Man ist in jeder, also irgendwo ist man immer, also in jeder Story kann man irgendwo der Bösewicht sein. Ob man jetzt die Person ist, die sagt, ja, hey, ich glaube, wir funktionieren einfach nicht mehr so gut miteinander. Dann denkt die andere Person natürlich, boah, ist die scheiße. ja. Wie macht man das nochmal mit dem Hoch und Runter im Game? Shift drücken. Wenn du Shift gedrückt hältst, dann kannst du Wii-U machen. Ich mag das auch voll, alleine durch die Stadt zu gehen, meinst du? Aber das kann ich mir auch gut vorstellen bei dir, Sandri. Also ich habe auch schon oft mit Lukas darüber geredet. Ich habe zum Beispiel auch letztens zu ihm gesagt, dass ich mir auch voll gut vorstellen könnte, mit dir richtig in den Urlaub zu fahren, weil ich glaube, wir haben so eine ähnliche Vorstellung von, okay, wir quatschen jetzt und dann chillen wir einfach mal ganz kurz und dann, ne, macht jeder irgendwie mal so sein Ding und ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen wollte, das war schon wieder was anderes. Aber wollte ich kurz loswerden.
Ich bin so gern allein in der Stadt. Hörbuch im Hörbuch im Ohr und es wird ein toller Tag. Ja, ist doch voll cool. Total schön. Und Anni, danke schön für die 3 Monate. Vielen, vielen Dank. Am Montag war ich ja im Schwimmbad und alle direkt, mit wem bist du im Schwimmbad? Ja, alleine, what the fuck? Ich meine, ich weiß, meint keiner böse, aber die könnten sich's eigentlich alle denken. Ja, vor allem alleine schwimmen gehen ist so geil. Also das ist das Einzige, was ich sehr in meiner alten Heimat vermisse. Also ich habe ja in der Nähe von der Bewa gewohnt. Und kurz bevor ich dann, nee, nicht kurz bevor, aber der letzte Sommer, den ich quasi in der Stadt verbracht habe, da bin ich dann morgens, also so um 8 oder so, zur Bewa gefahren, also ist eine Talsperre, und habe mich dann da einfach so auf den Steg gesetzt und da war niemand, da war einfach keine Menschenseele und habe dann da einfach genossen, die Sonne auf meinen Pelz scheinen lassen, habe gelesen und es war so toll. Also alleine irgendwie an Gewässer zu fahren, ob es jetzt im Schwimmbad ist oder an See oder so, ist es einfach underrated. So geil. War am Montag das erste Mal alleine im Kino und fand es voll schön, nur ungewohnt. Und ich war tatsächlich die Einzige, die alleine dort war. Das hat mich etwas überrascht und vielleicht etwas... Vielleicht hätte ich nicht in einen Horrorfilm gehen sollen. Dadurch war ich auf dem Heimweg dann doch paranoider als sonst. Aber ich finde, gerade Kino ist ja sowas, was man so gut alleine machen kann, weil da redet man ja auch nicht. Also, ich meine, zu Hause guckt man auch alleine einen Film. Also, das finde ich, ist, das kann man... Also, Kino sollte so der erste Step sein. Wenn man versucht, Sachen alleine zu machen, würde ich sagen, ist Kino so das Einfachste. Weil da ist ja sogar dunkel. Theoretisch sieht ja nicht mal jemand, dass du alleine bist. Ich bin zwar nicht mehr ganz Teenager, aber noch nah genug dran und ich finde dich sehr cool. Ach, ihr seid süß. Außer Luki, der ist bekanntlich nicht cool. Genau, da sind wir uns alle einig. Ups. Komplett random, aber hab gerade mein Alter vergessen. Passiert mir regelmäßig. Musste ich nicht schlecht fühlen. Ich hänge schon wieder weit zurück im Chat, deswegen scrolle ich mal gerade ein bisschen, ne? Vor allem das Schlechte aus einigen hervorgebracht. Ja, also es ist ja auch so, dass man dann so richtig wusste, okay, also ich bin so vielen Leuten auf Instagram entfolgt während der Corona-Zeit. Habe ich gesagt, mit dir will ich nichts zu tun haben, mit dir will ich nichts zu tun haben, mit dir will ich nichts zu tun haben, du bist rücksichtslos, mit dir will ich nichts zu tun haben. Es war toll, man konnte richtig aussortieren. Fand ich schön. Hat mich sehr gefreut. Miss Simsi, hallöchen. Schön, dass du da bist. Di, di, di. Be, be, be. Be, be, be. Ich konnte noch nie mit Freundinnen shoppen, habe das schon immer alleine gemacht. Ja, aber also natürlich, es ist schon cool, auch mal jemanden irgendwie fragen zu können, ja, findest du, das sieht gut aus? Aber andererseits muss es einem selber ja gefallen. Und wenn man schon im ersten Moment denkt, ich bin mir nicht sicher, dann, also dann sollte man es auch nicht kaufen. So. Scrolle. Weiter. Mein Mann hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn er abends mit seinen Jungs unterwegs ist und mich allein lässt. Und ich feiere das immer voll, wenn ich mal Ruhe habe. Versteht er nicht? Lukas sagt auch immer so, ja, ist das okay, wenn ich jetzt noch an den Computer gehe? Und ich so, ja klar. Ja, bist du da nicht traurig? Ich so, nein. Ist so, ich denke mir so, ob ich jetzt alleine auf dem Balkon lese und irgendwo oder irgendwo schön am Wasser, ist doch das gleiche, nur schöner. Voll, zu 100%. Bibi, bi. Hast du Luki auch online kennengelernt? Ja, also ich habe seinen Stream gefunden. So. Bin gleich unten, Leute. So.
So. Bin unten. Mag es gar nicht, mit Freunden in eine Buchhandlung zu gehen. Das ist mein Ruheort. Dort bin ich am liebsten allein. Ja, aber, also verstehe ich, aber mit Freunden in eine Buchhandlung zu gehen, ist auch einfach geil. Und die ganze Zeit sagen, das habe ich gelesen, hast du das schon gelesen? Oh, das ist gut, das ist dein Lieblingsbuch. Okay, muss ich einmal angucken. Ach, toll. Das liebe ich so. Finde ich super toll. So. Das sieht doch schon nicht schlecht aus. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Mein Freund fühlt sich immer schlecht, wenn er zum Alarm muss und ich mache dann was Schönes und weiß, er hat Spaß beim Feuerlöschen. Ja, Hammer. Oh, Feuerwehrleute, einfach super. Hallo, hier ist unten. Hallo, Mimi. Hab's vermisst, hier zu sein. Die letzten Monate waren echt schwer. Da kommt der Stream gelegen zum Entspannen. Schön, dass du da bist. Freut mich. Und Lina, Hallöchen. Ich gehe auch lieber alleine in eine Buchhandlung, weil ich es nicht so gerne habe, wenn jemand dann die ganze Zeit redet, während ich schauen muss, was ich alles kaufe. Ja, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Okay, Erde wollen die noch. Und weniger, nee, mehr. Langes Gras. Okay. Dann machen wir den mal ein bisschen langes Gras. Da wächst es doch. Toll. Lasse mich schon wieder viel zu sehr von meiner Korrektur abhalten. Warum passiert das immer? Ja, aber das ist auch immer, wenn man so viel, also wenn man so Themen hat, wo man viel zu sagen kann, das ist immer schrecklich. Ich kenne das. Dann will man eigentlich einfach seine Sachen machen und dann hat man aber doch noch seinen Senf, den man dazu ablassen will. Schwierig. Das ist schwierig, ja. Geh dann jetzt mal ein bisschen was für mich machen. Eine schöne Runde Sport. Macht das, Björn. Ganz viel Spaß. Mir tun die Leute immer leid, die mit mir in die Buchhandlung gehen, aber selber nicht wirklich lesen, da ich immer bei jedem Buch sagen muss, das habe ich gelesen, das ist meine Lieblingsreihe. Same. Ja, okay, sehr gut. Aber da lassen die Leute sich dann selber drauf ein. Dann sind die selber schuld. Sie haben die Ehre, mit uns in die Buchhandlung zu gehen. So, und jetzt machen wir den Boden mal voll mit Erde hier, weil der ist wahrscheinlich noch grün. Ja, habe ich mir schon gedacht. Welches Gehege ist bisher dein Favoritengehege? Ich glaube, das Affengehege mag ich sehr gerne. Die Antonia, die Maus. Ja, das Affengehege mag ich super gern. Das finde ich auch cool, das Stachelschweingehege, das mag ich auch voll gern. Das ist cool geworden. Das Bärengehege ist auch underrated, ist auch voll cool. Ja, ich glaube, das sind so meine Favorites. Alleine, Björni? Alleine machst du was für dich? Oh, toll. Nee, aber auch da zum Thema alleine sein. Ich finde es auch super cool mit dem Laufen jetzt, das einfach mal so für sich zu machen. Also ich freue mich natürlich auch, wenn Lukas jetzt mal mitläuft. Aber ich finde es super cool, mal nur so für sich was zu trainieren. So eigene Ziele zu haben und sich sowas in den Kopf zu setzen. Also ich finde, das ist einfach toll. Das ist einfach schön. Ich habe letztens meinen Make-up-Look ausprobiert. Dann bin ich zu meiner Oma gefahren und sie meinte, das sieht scheiße aus. Und ich habe mich mit diesem Make-up und Look richtig wohl gefühlt, wo ich mir dann auch so dachte, okay. Ja, aber das Thema hatten wir ja auch schon mal, ne? Die ältere Generation hat ja auch irgendwie so ein bisschen, also auch wieder pauschal, ne? Nicht, also gibt auch Ausnahmefälle. Aber die haben auch nicht so richtig gelernt, Feingefühl zu haben. Also viele zumindest. Und da kann man dann auch nicht mehr so richtig böse sein. Ronja, da
danke für die 25 Monate. Ich hoffe, du trägst das Make-up trotzdem so, weil wenn, also die Hauptsache ist ja, dass du dich wohlfühlst. Und vor allem eine ältere Person, also ich will deine Oma natürlich jetzt nicht zu nahe treten, aber die hat wahrscheinlich, also ist jetzt auch nicht mehr ganz so up-to-date, was so Trends angeht. Destinea, danke schön für die 18 Monate. Schön, dass du da bist. Wie geht's? So ein Wahnsinns-Zoo. Hey, danke, Sandri. Beim Sport werde ich auch regelmäßig gefragt, ob ich alleine gehe. Ja, und das sogar sehr gern. Also Sport alleine, also klar, ins Gym gehe ich auch mit Lukas zusammen, aber wir harmonieren da einfach auch sehr gut. Aber ansonsten mache ich Sport viel lieber alleine, weil wenn man mit Freunden geht, also ich verstehe das, dass man halt ne, sich vielleicht wohler fühlt am Anfang und so, aber man lässt sich einfach viel mehr ablenken. Also man ist viel konzentrierter, wenn man alleine geht und man zieht viel mehr durch und ja, also ich finde Sport alleine einfach doller, schon immer. Also ich war auch noch nie Fan von so Teamsport oder so, also ich fand alleine trainieren schon immer besser. Auch bei Olympia fand ich jetzt die Sportarten, wo die alleine was machen, viel besser als die Teamsportarten. Ja, genau, Josi. Wenn ich mit anderen gehe, lenkt mich das nur ab. Bin da ja nicht zum Quatschen. Ja. Nisi, mach's gut. Schön, dass du da warst. Sport mache ich auch lieber allein, wobei ich fürs Gym schon manchmal einen Gym-Buddy wünsche, weil man sich einfach, denke ich, besser motiviert, aber gleichzeitig ist Sport für mich auch so ein Kopfleermacht-Ding, da will ich nicht quatschen, genau. Also da braucht man halt genau die richtige Person, um mit ihr zu trainieren. Also ich könnte auch nicht mit jedem trainieren und ich weiß, dass es bei jedem meiner Freundinnen so wäre, dass wir dann halt mehr quatschen würden, als dass wir trainieren. Und Lukas und ich verquatschen uns auch manchmal. Vor allem, wenn wir dann irgendwie Bauch trainieren oder so und auf den Matten liegen und dann verquatschen wir uns auch mal manchmal in irgendeinem Thema. Aber meistens trainieren wir dabei halt auch weiter. Und meistens pushen wir uns dann auch noch so gegenseitig, dass wir so sagen, ja komm, mach jetzt mal. Aber ja, also es geht einfach besser allein. Geht noch einer? Einer geht noch. Nein, okay. Fällt es dir eigentlich schwer, Titel für deine Videos zu finden? Ganz random gefragt. Manchmal schon und manchmal nicht. Also es ist immer so Sache. Also es kommt halt drauf an, was in dem Video passiert. Aber ganz ehrlich, mittlerweile versuche ich da auch gar nicht mehr so irgendwie mir groß was auszudenken. Weil ich denke mir so, Leute, die mich finden, finden mich und wer mich nicht findet, findet mich halt nicht. Also ich bin halt voll zufrieden, wie alles so ist und ja. Das ist einfach schön. Da ist meine Oma ganz anders. Ich habe mir Nippelpiercings stechen lassen. Sie so, ja, sieht ja mega geil aus. Ja, Hammer. Ja, das ist doch cool. Ja, wie gesagt, ne, es gibt da ja auch viele Ausnahmen. Aber ja, viele der älteren Generationen sind da halt einfach... Also auch, ne, was so Rassismus angeht und Worte, die man nicht mehr sagt und so weiter. Das ist halt einfach ein bisschen schwierig, denen das näher zu bringen. Hab eben eine Stunde Yoga für Anfänger für mich gemacht, hat sehr gut getan, sehr schön. Das freut mich. Und Nessie, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Marcel und ich fahren zusammen zum Sport, aber jeder macht sein Ding. Wir brauchen nur den Ansporn, zusammen hinzugehen. Ja, stimmt, das gibt es ja auch viel, ne? Dass Paare einfach zusammen hinfahren und dann halt aber allein, also jeweils seinen Trainingsplan machen. Aber Lukas und ich machen halt das Gleiche. Also wir trainieren immer zusammen. Manchmal habe ich keinen Bock auf irgendeine Übung, dann mache ich was anderes. Oder halt andersrum. Aber grundsätzlich fahren wir eigentlich immer zusammen. Also trainieren wir auch zusammen. Manoli, Hallöchen. Jessie, Hallöchen, herzlich willkommen. Meine andere Oma meinte auch zu mir, Lilly, guck mal da, die alleinerziehende Dicke, wo man sich auch so denkt, das muss doch nicht sein. Ja, ich glaube, das Thema hatten wir ja letztens schon mal, dass manche Personen richtig irrelevante Informationen in Aussagen bringen.
Also zum Beispiel erzählen die dann eine Geschichte und sagen so, ja, der ist Türke. Und man denkt sich so, okay, und was hat seine Nationalität jetzt der Geschichte beigetragen? Genauso wie, ja, die ist etwas korpulenter. Ach so. Und was sagt das jetzt darüber aus, wie sie ins Rathaus gegangen ist? Also, so manche Leute packen halt einfach Informationen in die Geschichte, wo man sich so denkt. Also ich meine, ich schmücke Geschichten auch gerne. Ne? Ich schmücke Geschichten gerne aus, aber versuche mich trotzdem auf die Sachen zu fokussieren, die halt mit der Geschichte zu tun haben. Und vor allem nicht nebenbei noch irgendwie Menschen zu diskriminieren oder so. Ja, Marielle, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Und Aisha, Hallöchen. Bist du eigentlich in irgendeinem Special Gym? Sieht auf den Bildern immer so sauber und leer aus. Darüber haben Lukas und ich auch letztens geredet. Also wir sind einfach bei FitX. Aber unser Studio ist immer so ordentlich und sauber. Ich meine, wir gehen auch immer morgens. Und da, wir sind eigentlich immer parallel mit der Putzkraft da. Also Lukas hat heute Morgen noch gesagt, ich glaube, die verfolgt uns mit dem Staubsauger. Bei uns wird so krass das ordentlich gehalten und sauber gehalten. Also ich war ja vorher halt in meiner alten Heimat, in Remscheid. Also das war nicht meine Heimat, aber in Remscheid war ich im Studio. Und das war im Gegensatz dazu halt so viel unordentlicher und dreckiger. Auch zwischen den Hanteln war immer überall Staub und so. Und das ist halt jetzt überhaupt gar nicht mehr so. Also es ist einfach, wir haben einfach Glück gehabt mit unserem Studio. Es ist einfach, ja, einfach ein FedEx. Meine Verwandten machen das oft, frage dann auch immer, was hat das mit der Geschichte zu tun? Und es kommt immer, nichts, wollte es nur sagen. Hä? Ja, das ist also. Gut, danke für die Information. Ich weiß noch nicht, wie lange ich noch streame. Nicht mehr ganz so lang, mal gucken. Mal schauen. Meine Mama ist auch voll schlimm. Sie hat mir gesagt, dass zwei Leute aus dem Dorf mehr auf die Rippen bekommen haben. Und ich denke mir so, ja, okay, und nu, was interessiert mich das Gewicht von anderen Menschen? Ja, aber auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das, also wahrscheinlich bin ich einfach nur wieder in einer Bubble, ne, und denke, dass es deswegen sich in eine gute Richtung entwickelt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mehr Leute realisieren, dass das nicht in Ordnung ist. Zumindest ist das mein Empfinden, wie gesagt, während ich das gerade ausgesprochen habe, glaube ich. Ja, habe ich halt realisiert, dass das wahrscheinlich einfach nur in meiner Welt so ist. Aber ja, das werde ich auch niemals verstehen, wieso man sowas ausspricht. Dass man sowas vielleicht mal denkt, ne? Da können wir uns nicht von freisprechen. Und das ist ja auch erstmal nur eine Feststellung und keine Wertung. Aber dass man es ausspricht, das ist, also, das ermüdet mich. Selina, mach's gut. Achso, nee, nur eine 8-minütige. Okay. Viel Spaß bei deiner 8-minütigen Audio. Mein Vater perfektioniert den Alltagsrassismus leider auch. Ich habe schon als Kind ihm immer meine Meinung gesagt, weil ich das nie verstanden habe. Mittlerweile bietet meine Schwester ihm dahingehend auch Kontra und er fängt langsam an zu reflektieren. Das ist schön. Das ist richtig, richtig toll. Ich glaube, da muss man auch einfach dranbleiben. Bei manchen Personen, ne, denkt man sich ja dann auch einfach so, ach, komm, ne, Hopfen und Malz verloren. Aber generell ist man nie zu alt, um zu lernen. Und deswegen sagt was. Ne, man nicht tadelnd, sondern einfach aufmerksam sagen, hey, wusstest du eigentlich schon, dass man das so nicht mehr sagt? Das hilft schon. Ich arbeite auch jedes Mal, wenn meine erweiterte Familie da ist. Muss ich auch jedes Mal dran arbeiten. Die wissen das auch. Die wissen das ganz genau. Und alleine, dass sie es wissen, dass es nicht in Ordnung war, was sie gerade gesagt haben, zeigt ja schon, dass sie eigentlich wissen, dass es nicht in Ordnung ist. Oh.
Schokolabi, Hallöchen, schön, dass du da bist. Schöne Steine, danke schön. Jessie, das ist ja schrecklich. Das will ich gar nicht vorlesen. Das ist ja wirklich schrecklich. Also das ist ja auch nochmal eine andere Hausnummer, ne? Dass dann jemand denkt, dass man als Mann irgendwie das Recht darauf hat, das Gewicht einer Frau zu kontrollieren. Also sind wir in 1950 oder was ist hier los? Ich habe jedes Pack, ja. Dem Flips rutschen so Gedanken auch oft noch raus. Der hat da nie drüber nachgedacht, eine Tatsache auszusprechen, bis er mit mir zusammengekommen ist, weil es halt einfach extrem so vorgelebt wurde von der Verwandtschaft. Also Dorfleben schön und gut, aber es wird über alles getratscht und alles kommentiert. Aber er hat sich schon sehr gebessert. Genau. Und das ist ja immer so der Unterschied, ne? Dass, also wenn Menschen halt auch daran interessiert sind, es besser zu machen. Weil, das habe ich euch ja auch schon oft gesagt, wenn einem das so krass vorgelebt wird und man das nicht anders kennt, dann kann man die Person nicht mal wirklich dafür verurteilen. Weil das dann halt so tief verankert ist in der Erziehung und in dem Weltbild, dass es halt sehr, sehr viel braucht, dass eine Person realisiert, dass das halt nicht korrekt ist. Aber finde ich total schön, wenn man da halt dann auch sagt so, hey, ne, ich will mich da bessern. Meine Familie haut öfter auch kritische Kommentare raus, aber ich bin dann gerne die Moralapostel und sag dann auch, warum das gerade nicht klar geht. Ja, same. Und ne, das macht das auch immer schön. Seid ruhig die Moralapostel, weil also Personen, die diskriminiert werden, werden es euch dann danken, weil vielleicht erfahren sie dadurch irgendwann ein bisschen weniger Diskriminierung. Mike, Hallöchen, herzlich willkommen. Hat jemand Tipps für jammernde Mütter? Liebt sie doll, nur das ständige Jammern über alles und alles, was alles ist bei ihr schlimmer, ist so energiezehrend. Weiß nicht, wie ich das nett und verständlich beibringen könnte. Kennt das noch jemand? Das Bewusstsein dafür ist nicht so sehr da. Ja, das ist ja so ein bisschen das, was ich vorhin auch meinte, mit wenn Menschen dann immer darüber meckern und dann meckern sie schon wieder darüber und dann ist es eigentlich anders, aber das ist dann auch wieder falsch und dann meckern sie wieder darüber. Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich würde das einfach versuchen, ganz vorsichtig anzusprechen. Und einfach so mal so fragen, hey, was macht dich eigentlich glücklich? Was magst du an deinem Leben? Und vielleicht hältst du mal daran fest und so. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Das kenne ich auch nur zu gut, weil letztens bei meiner Oma und sie meinte, ich solle am besten weniger essen, später beim Mittagessen, ich werde sonst so dick. Und ich glaube, dass diese Menschen nicht mal wissen, dass sie durch sowas Essstörungen auslösen können. Also ich glaube, die meinen das ja nicht mal so. Also die denken halt einfach nicht so weit. Es ist halt einfach krass, die sind da so... Also ja, das ist einfach schrecklich. Also deswegen sollten wir auch nicht aufhören, darüber zu sprechen, weil solange, bis es auch die letzte Person verstanden hat, dass es einfach nicht geht. Ich sag auch so oft, ich weiß, ich bin jetzt eine doofe Moralapostel, aber, und damit hallo zurück, ihr seid ja noch da. Schön, dass du da bist, ja, das kenne ich auch. Und mir tut das dann auch mal so leid, wenn Freunde halt schon sich halt so vor mir rechtfertigen, bevor ich überhaupt was gesagt habe, weil, also,
ne, ich will das ja gar nicht. Ich will ja gar nicht, dass Leute immer ständig das Bedürfnis, also ständig denken, sie müssten sich vor mir rechtfertigen oder so. Ich möchte ja immer nur aufklären. Dorf sowieso auch wild. Die kennen mich alle gefühlt besser als ich und ich habe keine Ahnung, wer die sind, ja. Also ich glaube, da muss man sich völlig frei von machen, dass das Dorfleben einfach. Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Tanja, danke schön für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ach, Subse, das ist wirklich auch schrecklich. Ach, Mann, ey. Mann, Mann, Mann. Wäre die Welt doch nur so toll wie dieser Chat. Dann wäre die Welt eine viel bessere. Be free. Anu, Kalechen, schön, dass du noch reinschaust. Ach, das ist ein kleiner süßer Baum. Was mir gestern aufgefallen ist. Also ich meine, ja, ich rede viel. Aber ich habe gestern einen Stream von einer großen Streamerin geguckt und die reden einfach nicht. Die sitzen so oft da und spielen einfach das Spiel und dann reden die so ein bisschen über das Spiel, aber die lesen so gar nicht den Chat und so. Ich finde das so krass. Das ist so anders. Weil für mich ist das dann immer so krass, wenn ich mal eine Minute nicht rede. Dann denke ich immer so, Nina, du hast gar nichts gesagt. Aber ist das ja gar nicht schlimm. Selina, welcome back. Und Sarah, danke schön für die 34 Monate. Vielen, vielen Dank. Der Arzt war ein alter weißer Mann. Klischee auch völlig erfüllt. Ja. 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 Punkt. Das ist, ja. Bei manchen Ärzten frage ich mich dann auch so, wieso habt ihr euch diesen Job ausgesucht? Was war eure Mission? Ach, das ist natürlich auch eine tolle Hecke. Wir müssen mal reden, Junge. Wir müssen mal hier rüber. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Nee, also hier würde ich eher sagen, Schweigen ist Silber und Reden ist Gold. Das würde ich hier so sagen. Zumindest für mich. Ich liebe Reden. Heute Abend geht's für mich zu reinen Flammen. Wie cool. Ganz viel Spaß. Ich glaube, der Chat rattert teilweise bei großen Streamern so durch, dass es super schwer ist. Da war das aber nicht so. Also da war das nicht so, dass dass es deswegen nicht gelesen wurde, sondern die sind halt einfach so am Spiel gewesen. Ist auch okay. Also ich möchte das auch gar nicht werten. Ich fand es nur interessant. Dede. Baue jetzt an meinem Sims 3 Resort weiter. Das ist natürlich eine tolle Sache, ne? Vielleicht irgendwann mal, wenn ich genug, also wenn meine Zündschnur ganz lang ist, dann können wir auch nochmal Sims 3 spielen. Aber dafür muss ich noch ein bisschen Yoga machen.
Nee, aber können wir irgendwann auch nochmal spielen. Den finde ich echt super, diesen Baum. Bip, 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 bip. Liebst du auch, wenn man mit Partner und auch Freunden einfach ohne Reden Sachen machen kann, das ist einfach schön. Das same. Same. Wisst ihr, ich habe mir am Anfang ganz viel Gedanken gemacht, warum, also habe so gedacht, ob das schlimm ist. Also was heißt, ob das schlimm ist, aber ich dachte so, oh, Lukas und ich fahren jetzt Auto und reden gerade nicht miteinander. Ist das, weil wir uns nichts zu sagen haben? Dabei haben wir 5 Minuten davor uns ein Ohr abgequatscht. Und ich musste richtig lernen, die Schönheit des, also ne, da reden ist Silber, Schweigen ist Gold, dass da so diese Schönheit der Ruhe zu erkennen irgendwie. Und dass man trotzdem weiß, alles ist in Ordnung und wir sind jetzt nicht sauer aufeinander, nur weil wir nicht miteinander reden. Ja, ich finde das auch richtig toll. Ich denke auch voll oft gerne an, als wir Becky in Göttingen besucht haben, da waren wir Keramik bemalen. Vor 3 Jahren war das? Ja, ungefähr vor 3 Jahren. Ich glaube im August, nee, im Juli 2021. Egal, auf jeden Fall haben wir da halt einfach, waren wir auch da zeitweise richtig auf das Malen konzentriert und das war so schön. Also ich denke da so oft dran, weil das einfach, keine Ahnung, ich fand das einfach richtig schön. Nisi, danke für deinen Lurk. Ich habe eine Idee. Ja, hau raus, Josi. Spielst erst... Nee. Erst Mario Kart und dann Sims 3. Also, ich glaube, dann lösche ich meinen Twitch-Kanal danach. Das steht fest. Eine Freundin von mir ist echt extrovertiert, ich aber gar nicht. Und dann denkt sie fast immer, dass es mir nicht gut geht, wenn ich nichts sage. Dabei denke ich einfach nur über Sachen nach und genieße die Stille. Ich muss ihr dann immer sagen, dass alles gut ist. Wisst ihr, bei wem ich das ganz krass hatte am Anfang? Bei Björni. Weil Björni ist so eine ganz ruhige Person, aber haut dann halt auch zwischendurch immer mal was raus. Und dann, wenn man sich dann halt getroffen hat danach, sagt er dann so, ja, das war voll cool, hat voll Spaß gemacht. Und dann denkt man so, oh ja, okay, schön, er hatte Spaß. Also da musste ich das halt erstmal richtig doll verstehen, dass Björni halt einfach ein ruhiger Mensch ist und dass er trotzdem eine gute Zeit hat. Guck mal, Josi schreibt auch true. Also es ist, bei ihm musste ich das richtig, ja, also musste ich erstmal lernen, dass man halt auch einfach ohne die ganze Zeit viel zu quatschen Spaß bei etwas haben kann. Und das ist auch wieder das, ne? Man lernt halt so viele verschiedene Menschen und Perspektiven kennen und dadurch wird man halt automatisch irgendwie einfühlsamer, weil man halt weiß, es gibt auch solche Menschen und es gibt solche Menschen und es gibt solche Menschen. Und ja, das passt jetzt gerade dazu. Weil ich sag ja immer, ich bin ambivertiert. Also wenn ich mit Leuten unterwegs bin, dann würde jeder denken, ich bin absolut extrovertierter Mensch und ich bin die ganze Zeit am Quatschen. Und ne, würde man jetzt wahrscheinlich auch so von mir denken, wenn ich im Stream bin. Aber ich liebe es halt, alleine zu sein. Und wenn ich halt unterwegs war, muss ich danach erstmal meine Batterien aufladen und so. Und das nennt man halt dann ambivertiert. Und das beschreibt mich einfach perfekt. Wenn ich alleine mit Freunden, die ich gut kenne und ich sehr mag, bin ich aber meistens eher extrovertierter. Ich glaube, so geht es vielen introvertierten Menschen, ne? Dass wenn sie sich halt zu 100% wohlfühlen, dass sie dann sich halt auch mehr öffnen. Dachte mir in Dortmund auch voll oft, ob wir Hühnerhaufen im Björni nerven. Ja, same. Aber können wir ja einfach gar nicht. Der Björni und seine Ladies.
Lena, danke schön für die 6 Monate. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Piep, 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 boop. Give me your attention. Dezent verwirrt. Hallöchen, herzlich willkommen. Fantastischer Name. Ganz liebes Hallo zusammen von der Game-Omi. Süß. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen wundervollen Tag und genug getrunken. Ja, also meine Flasche ist halb leer, aber ist trotzdem ein guter Hinweis. Ich trinke nochmal was. Alle einmal was trinken, Leute. Lecki. Ja, Björni und seine Ladies. Ja, es war nur Björni. Ansonsten Josi, Carrie, Tiffy, Kat. War da noch jemand bei? Und ich halt. Habe ich jemanden vergessen? Nee, Bea war da nicht bei, oder? Nee. Ich glaube, das war's, oder? Josi? Björni, Carrie, Josi, Tiffy, Kat. Nina. Haben wir zu 6? Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall war das halt Björni und seine Ladies. Das war toll. Achso, ja. Gut. Ja, ja. So war das. Das war auch schön. Aber das finde ich auch immer so toll, dass man diese Gruppen auch immer alle so toll mixen kann. Da ich war mit den allen verabredet und wollte mich aber auch mit Tiffy treffen. Und dann habe ich Tiffy einfach gesagt, hey, willst du mitkommen? Und Tiffy so, wollen die anderen denn, dass ich mitkomme? Ich so, bestimmt. Und die anderen so, nö, auf gar keinen Fall. Also war halt wirklich so, dass sie das geschrieben haben, weil wir einfach sehr lustige Menschen sind. Ja. Und dann ist die Tiffy auch dabei gewesen. Das war einfach nur doll. Also weil es kennen sich halt irgendwie alle trotzdem so untereinander. Und das ist dann einfach immer schön. Dann kann man nämlich mehrere Klappen, nee, Fliegen mit einer Klappe schlagen. Loki wäre auch fast mitgekommen. So knapp war's. Ganz knapp. Aber dafür war er ja in Barcelona dabei. Ne? Ach, das war auch die Story des Jahrhunderts mit dem Eistee, Leute. Wo ich aus Versehen die ganze Zeit Alkohol getrunken habe, weil ich dachte, ich trinke Eistee und dachte mir schon so, warum bin ich denn so flüssig? Dafür habe ich die ganze Zeit einen Eistee mit Alkohol getrunken. Das war, ja. Ich weiß doch auch nicht, Leute. Das war so lustig. Aber der hieß halt auch irgendwas mit Eistee und der war halt auf dieser Sommerkarte. Wisst ihr, diese Pink Girly Eistee hieß der, genau. Und ich dachte mir so, toll, ich bin auch ein Girly. Und das stand nur ganz klein, so, dass da Alkohol ist. Also, stand halt drin, dass da Prosecco ist, aber konnte ich halt nicht erkennen. Ach, das war sehr lustig. Oh Mann, ey. Das war ganz klein, Mann. Ja, das war eine tolle Sache. Aber es war halt, ne, war lecker. Also war ja anscheinend auch nicht so viel Alkohol drin, sonst hätte ich es ja geschmeckt. Also beim ersten Schluck habe ich es mir schon gedacht, aber ich dachte mir ja so, ich trinke Eistee. Ah. Verträgst du Alkohol oder eher nicht? Ich trinke halt einfach keinen Alkohol mehr. Also, ja. Also so, ne, ab und zu mal. Mama habe ich jetzt mal einen Cocktail im Urlaub getrunken und so, aber Lukas und ich haben da gestern auch nochmal drüber geredet. Das ist ja eigentlich so. Weil eigentlich schmeckt Alkohol immer besser ohne Alkohol.
also wenn man jetzt einen Cocktail bestellt, würde der Cocktail in 70% der Fälle besser schmecken, wenn da kein Alkohol drin wäre. Also wenn da halt kein Likör oder was auch immer drin wäre. Deswegen denke ich mir halt so, brauche ich nicht. Also, ja, ist halt unnötig irgendwie. Aber ich sag jetzt nicht, ich trinke gar keinen Alkohol, ne? Also wenn ihr mich mal irgendwie Alkohol trinken seht, sagt nicht, dass du trinkst keinen Alkohol. Aber ich sehe da halt irgendwie keinen Mehrwert mehr. Aber gut, dass die Nina die Josi hat. Ja, die entdeckt sowas dann nämlich. Und die Josi hat es auch ausgetrunken. Josi hat mich gerettet. Sobald etwas nach Alkohol schmeckt, bin ich raus. Ja, genau. Also, ja. Wir haben auch gestern eine Dokumentation über Bier geguckt. Leute, ja, hört doch auf. Ich weiß, wir sind Rentner. Wie oft habe ich alleine in diesem Stream Leute auf YouTube, wenn ihr dieses Video seht. Ach, das ist ja jetzt doof, weil es ja am Ende gewesen. Egal. Zählt mal, wie oft ich gesagt habe, wir haben eine Doku geguckt. auf jeden Fall haben wir gestern eine Doku über Bier geguckt. Und dann... Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall haben wir dann halt auch darüber geredet, dass... Also weil Lukas meinte, dass Bier noch das Einzige an Alkohol ist, was halt so schmeckt. Aber ich finde nicht mal, dass Bier schmeckt. Wenn ihr die Nina mal besoffen auf dem Dorffest seht, wundert euch nicht. Genau. Spaß. Party bei Lea ist nur einmal im Jahr. Here with me. Also wir haben dann halt gestern auch nochmal drüber geredet, warum das halt eigentlich so krass ist, dass Alkohol und vor allem halt Bier so angesehen ist. Also warum das sowas Normales in Deutschland ist. Weil Lukas meinte dann so, wenn da, also der Daniel von der Dokumentation dann bei in einer auf einer Grasplantage gewesen wäre, dann wäre das halt so riesen so und die ganzen Nebenwirkungen hier und da. Und bei der Bier-Doku wurde das halt nicht einmal thematisiert, dass das halt ja auch schaden kann. Und so. Ja, sehr spannend. Das Einzige, was ich mir im Sommer mal gönne, abends zum Grillen oder so, ist Apfelwein süß gespritzt. Das ist seltsamerweise das Einzige an Alkohol, was mir schmeckt. Klingt doof, wenn man sagt, es schmeckt einem, aber ja. Ja, aber das verstehe ich auch voll. Manchmal, finde ich, gehört das auch einfach so zum Vibe dazu. Dann so einen leckeren, keine Ahnung, Lillet mal oder keine Ahnung. Ne? Es ist manchmal, ist es ja dann auch schön. Und deswegen sage ich auch nicht, dass ich keinen Alkohol trinke, weil manchmal, ne, ist das dann ja auch so einfach schön. Aber generell sich halt, ne, dauerhaft betrinken und ja, dieser übermäßige Alkoholkonsum und dieses Verherrlichen halt einfach und gleichzeitig sagen, Drogen sind scheiße, ist halt so, ja. Tönchen, Mühnchen, mach's gut. Schön, dass du da warst. Ja, Carries Geburtstag feiern wir nächstes Jahr auch wieder zusammen. Weil gesagt wird, dass es zu unserer Kultur gehört. Ja, das ist auch krass. Das deutsche Reinheitsgebot ist von 1550 oder sowas. Überlegt euch das mal. Das ist so krass, wie lange das schon in unserer deutschen Kultur verankert ist. Das ist, ich finde es so crazy. Also es gibt es ja bei keiner anderen Sache in Deutschland. War bei einer Feier letztens, ich trinke eigentlich keinen Alkohol, die so uneigentlich, och Gottchen. Allein die Tatsache, dass man eher schräg angeschaut wird, wenn man nichts trinkt, ist ja einfach schon bezeichnend und traurig. Aber das ist halt das, was ich auch sage, dass vegan als extrem angesehen wird. Was ist hier das Extreme? Also, das ist halt, ne, es gibt halt einfach Sachen, die sind so fest in unserer Kultur verankert, dass es halt, ne, dass man dann, wenn man das anders macht, dass die Leute sagen, was? Also, hä? Das ist aber eigentlich nicht so.
so. Ne? Das machen wir eigentlich anders. Und zum Beispiel ist Alkohol halt auch bei Endometriose komplett beschissen. Also wenn ihr Endometriose habt, lasst den Alkohol weg, weil das ist so krass entzündungsfördernd. Und nee, macht es nicht. Also das steht ganz oben auf der Liste von Dingen, die man lassen sollte. Also wenn ihr unbedingt einen Grund braucht, um es zu lassen, falls ihr auch Endometriose habt, don't do it. Sarah, Hallöchen, schön, dass du da bist. Wie geht's? Hab eben noch einen Post von der Tagesschau angezeigt bekommen, dass die DGE empfiehlt, komplett auf Alkohol zu verzichten. Das ist doch mal ein Statement. Daran merkt man eigentlich auch ganz gut, mit wem es Sinn macht, sich darüber zu unterhalten und mit wem nicht. Genau. Also bei manchen Leuten, also klar, ne, ich finde, es ist ja auch wichtig, aufzuklären und ne, Leuten von, also auch mal Perspektiven zu geben, die sie vielleicht noch nicht bedacht haben. Aber bei manchen Leuten denkt man sich so, ja, komm, okay. Lass uns, also Prost. Also, da braucht man dann auch einfach, ne? Da redet man dann gegen eine Wand. Bin überhaupt keine Partymaus und kann mir dann nur von meinem Umfeld anhören, dass es das Normalste der Welt ist, dass man das in diesem Alter macht. Ja, da muss man dann auch nochmal überdenken, ob das so die richtigen Leute sind. Ne? Also, ja. Das habe ich nämlich auch mal realisiert, dass ich früher auch viele Freundinnen hatte, mit denen ich einfach nur gut trinken konnte. Also, dass wir einfach sonst gar keine Basis hatten, sondern wir konnten halt einfach gut zusammen feiern. War auch sehr happy mit meinem alkoholfreien Hugo gestern beim Grillen. Schmeckt viel besser. Ja, genau. Das ist halt das Ding. Also, da ist ja dann auch das Einzige, was nicht daran schmeckt, der Alkohol. Was isst du gerne so nach dem Sport? Suche selbst noch nach Ideen. Ganz normal. Also, ich bin da ja jetzt nicht überhaupt, also ich bin überhaupt nicht so, dass ich sage, ich habe irgendwelche Ziele, die ich erreichen will oder so, sondern ich mache einfach Sport, um mich gut zu fühlen. Und wir gehen ja meistens morgens ins Gym, deswegen gibt es danach halt mein Müsli. Also da sind Haferflocken drin, dann diese Schoko-Dinger von Koro, ich weiß nicht, auf was für einer Basis das ist, so Crispies ist das. Und die Trockenerdbeeren und Leinsamen, manchmal noch Chiasamen oder halt Overnight Oats. Halt das, was ich gerade da habe. Also ich achte da nicht irgendwie auf was Bestimmtes. Die Leute, die jetzt sagen würden, darauf mache ich mir erstmal ein Bier auf. Ja, genau. Und diese Menschen haben wir hier nicht in der Community und das finde ich schön. Weil ihr dürft euer Bier trinken. So, ne? Macht, was ihr möchtet. Also das, jeder darf hier machen, was er möchte. Das ist absolut jedem selbst überlassen, wenn man alt genug ist. Junge, die randalieren. Also ja, also die machen da drüben immer eine Party, wenn die dann mal da sind. Aber ich finde dieses Trotzverhalten ist immer so. Bist du drei? Also wer mich bei Insta hat, sieht ja, dass ich also ja. Aber ich würde es niemals verherrlichen oder akzeptiere es natürlich immer, wenn jemand nichts trinken will. Und da bin ich auch immer die Erste, die fragt, Leute, akzeptiert es doch bitte einfach ja. Und das ist das, was ich sage. Ne? Ich würde jetzt auch nie zur Josi sagen, so Josi, wieso trinkst du jetzt ein Lele? So, also hä, das steht mir überhaupt nicht zu. Und wahrscheinlich, wenn ich mit Josi da sitzen würde, würde ich wahrscheinlich auch mit ihr ein Lele trinken, weil es einfach dann auch nett ist. Aber ja, das es wird mir halt einfach alles ein bisschen zu sehr verherrlicht und zu sehr als die Norm angesehen. Und das finde ich halt doof, dass dann Leute dafür, vor allem im jugendlichen Alter, verurteilt werden, wenn sie halt Nein sagen und dass sie nicht trinken. Das finde ich halt einfach ziemlich doof. Solch eine Mädelsgruppe hatte ich damals auch. War eine schöne Zeit, aber inzwischen hat man sich distanziert, denn je älter, desto wichtiger, dass tiefgründige Gespräche wirklich sind. Genau, ja. Ist es bei mir auch so.
Also ich habe dann nämlich auch noch so vor ein paar Jahren drüber nachgedacht, ja, will man sich nochmal treffen? Aber dann dachte ich mir auch so, nee, eigentlich nicht. Was war denn hier los, dass man einmal kurz Sports machen und plötzlich liest man was von Björni und seinen Hühnern auf? Ja, ich habe gesagt, dass als wir in Dortmund waren, war es ja Björni und seine Ladies. Und dann habe ich halt gesagt, dass du eine Person warst, bei der ich erstmal verstehen musste, dass sie auch Spaß bei einem Treffen hat, wenn sie, selbst wenn sie halt nicht die ganze Zeit durchgehend redet oder so. Und dass du halt das Treffen dann trotzdem schön findest. Ja, das habe ich erzählt. Joey, Hallöchen, herzlich willkommen. Guten Tag. So, ich häng schon wieder nach. Ich die gerade vom Malle-Urlaub wiederkommt. Nein, Spaß beiseite. Ich sehe das genauso, jeder wie er möchte und da sollte auch keiner verurteilt werden. Ja, und ich glaube, so ein, also ne, manchmal denke ich auch so, ich glaube, so ein Malle-Urlaub macht auch richtig Spaß. Ich würde es wahrscheinlich nicht schaffen. Also ich war schon ein paar Mal am Ballermann, aber halt nur mal so für einen Abend, wenn wir halt so generell in Campastia oder so waren. Also da haben wir halt unser Hotel gehabt, dann sind wir mal darüber gelaufen. Aber ich glaube, also ne, das ist ja auch lustig und macht bestimmt auch mal Spaß, aber ja, ist halt einfach ungesund. Sieht doch schon nicht schlecht aus hier. Oh, schön viel Schattenplätzchen für die Elefantis. Ich flieg auch noch in 2 Wochen nach Malle. Ja, ist doch super. Das ist doch schön. Das ist doch eine tolle Sache. Tada. Letztes Mal, dann bin ich zu alt. Vor der großen 3 noch einmal richtig die Sau rauslassen. Ah. Wisst ihr, das fällt mir gerade ein, ich weiß nicht wieso. Wisst ihr, was mich auch richtig triggert? Wenn, auf Social Media natürlich, ne? Wo auch sonst. Wenn Mütter so ein paar Wochen nach der Geburt zeigen, so, ja, ne, ich mache gerade ein Mädelswochenende oder ich bin auf dem Wellnesswochenende oder was auch immer, ohne Kind. Wie kannst du denn? Also ich könnte mein Kind niemals alleine lassen. Wo ist denn das Kind? Aber wenn der Vater das machen würde, kein Problem. Kein Problem, Leute. Überhaupt gar kein Problem. Weil es ja nur der Vater. Das wäre wieder so ein Post, wo ich dann die Josi drunter sehen würde. Ich finde das so lustig. Ich liebe das. Manchmal erwische ich dann die Josi irgendwo, wo sie irgendwen verteidigt. Und das ist einfach nur toll. Ich liebe es. Also die Josi ergreift dann richtig Partei. Das ist so super. Also, schön. Das ist mir gerade eingefallen, weil, ja, ich dachte, das triggert dich, dass sie es macht. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Ich finde, das steht jedem zu und ich finde das mehr als toll. Und so sollte es ja auch sein, dass der Vater sagt, hey, ne, mach, super. Generell auch dieses ganze Ding, wenn dann das so hervorgehoben wird, wenn sich jemand, also wenn der Vater sich ums Kind kümmert, so wie es sein sollte. Das ist so, also ganz ehrlich, das ist auch so, das habe ich auch schon oft zu Lukas gesagt, das ist für mich so ein schönes Gefühl, dass ich weiß, dass es bei uns überhaupt gar kein Diskussion wäre und überhaupt gar kein Ding. Also, dass ich halt einfach wüsste, dass er sich gleichermaßen um unser Kind kümmert, weil das einfach so sein sollte, weil das genauso sein Kind ist, wie das mein Kind ist. Und ja. Mhm.
Wollte schon sagen, ja. War auch 6 Wochen nach der Geburt einen ganzen Tag unterwegs, um ins Stadion zu gehen. Mein Mann hat es hinbekommen, beide haben überlebt. Ja, also, wow. Spaß. Nee, voll schön. Also einfach toll, dass das, weil so sollte es ja auch sein. Solange die Mutter sich körperlich dazu in der Lage fühlt, ist das doch total schön und etwas, was man halt begrüßen sollte, dass sie halt auf sich selbst auch Acht gibt und ja, naja. Ich glaube, als Mutter auf Social Media ist schon belastend, was man dafür Kommentare bekommt. Ja, also ich weiß auch ganz genau, dass ich diese ganzen Themen nicht kommentieren werde, also nicht kommunizieren werde, wenn ich mal Kinder habe. Also das schaffe ich nicht. Das schaffen meine Nerven nicht. Also mich triggert das ja bei meinen Katzen schon so sehr, wenn da irgendwie Leute meinen, sie fühlt sich unwohl, sie legt die Ohren an und sie will das alles eigentlich gar nicht. Und ich denke mir so, ja, ich weiß, ich kenne meine Katze besser als du. Mela, hallo! Schön, dass du da bist. Der Vater babysittet, ja, genau. Das finde ich auch immer schön. Oder andersrum. Och, das ist aber toll, dass dein Mann das macht. Ja. Ja, true. Ach, Gottchen. Aber es ist halt leider die Realität von vielen Frauen, dass sie so alleine gelassen werden mit der Kindeserziehung. Und natürlich, ne, das ist auch wieder sowas, wenn das von beiden Seiten so abgesprochen ist und gesagt wird, hey, ne, ich gehe Vollzeit arbeiten, dafür übernimmst du halt mehr von der Care-Arbeit. Völlig fein. Völlig fein. Aber wenn das halt nicht abgesprochen ist und die Mütter dann so, oder auch die Väter, ne, gibt's ja vielleicht auch andersrum, alleingelassen werden, das ist einfach nicht okay. Ich habe neulich ein Reel gesehen, in dem der Mann meinte, die Zuschauer sollen sich nicht wundern, dass er sich heute um das Kind und den Haushalt kümmert. Er wolle seiner Frau mal etwas Gutes tun. Nicht dein Ernst? Hat er dafür Lob bekommen? Die Kinderarbeit. Nee, ich habe Care-Arbeit gesagt, aber es ist natürlich auch Kinderarbeit. Können wir das bitte etablieren? Nein, Kinderarbeit ist eigentlich kein Thema, woran man sich lustig machen sollte. Aber trotzdem. Wir müssen aufhören, ich bekomme Puls. Leute, Josis Blutdruck steigt. Wir müssen uns beruhigen. Hab Kinderarbeit verstanden, sorry. Ja, ich nuschel auch manchmal ein bisschen, ne? Nee, Care-Arbeit. Ich finde das Wort auch eigentlich doof. Care-Arbeit, aber ich weiß nicht, was ich da auf Deutsch zu sagen soll. Kümmerzeit. Die Kümmerarbeit. Er hat sehr viel Hate bekommen. Okay, gut. Auf Dauer würde ich die Kommentare in Social Media als Influencer nicht mehr so viel lesen, vermutlich. Ja, also ich merke das halt jetzt schon bei meinen paar Reels, die ich jetzt... Also ich habe jetzt ein bisschen mehr Reels hochgeladen und ich merke, wie sehr mich das einfach fuchst, wenn Leute da einfach ihren Senf ablassen, wo ich mir so denke... Es ist doch obvious, wie das gemeint ist. So... Und das, ne, nochmal, ist jetzt nicht auf das Geldthema bezogen, sondern einfach, ja, oft ist das halt einfach. Oder wenn Leute halt einfach nur das so sehen wollen, wie die das sehen. Und wenn die dann halt einfach, ja. Aber am Montag den Arzttermin für Langzeitblutdruck. Nicht dein Ernst, Josi. Kriegst du dann so ein Gerät für, also dass du das zu Hause messen musst? Eben jenes Paar, da hat er jetzt auch seine Papa-Karenz genommen. Die Kleine ist am 8.7. ein Jahr geworden, weil die von Anfang an gesagt haben, am Anfang brauchten die Kleine die Mama, weil Papa leider keine Milch gibt. Und er ist so froh, diese Zeit, wo sie jetzt so viel lernt hat, dabei zu sein. Voll schön, ja. Care-Arbeit fegen die dann, genau. Die bringen den Kindern dann erstmal bei, wie man fegt. Ah... Das ist eins der Themen, wo ich am ehesten mit meinen Mädels diskutiere, wenn ich sage, das ist nicht dein Haushalt, sondern euer Haushalt. Das finde ich auch ganz erschreckend, ne? Das finde ich wirklich ganz dolle erschreckend. Also, ne, das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Und viele sagen ja auch, ich mache das lieber selber. Und wenn Dinge abgesprochen sind, dann ist das auch okay.
Aber dass so viele Frauen komplett alleine für den Haushalt zuständig sind, ist so schlimm. Finde ich wirklich schlimm. Und dass nicht nur die Frau dann alles macht, sondern sich da halt wirklich auch wie ein Vollarsch benommen wird und dann überall alles rumliegen bleibt und überall alles rumstehen bleibt und so. Und da halt nicht mal dann auch gesagt wird, hey, sorry, dass ich das jetzt hab liegen lassen oder so. Also ich finde es ganz schlimm. Ich finde es wirklich ganz schlimm. Also wäre die Person wirklich zwei. Lena, hallöchen. Guten Tag. Das ist dann 24 Stunden dran und misst alle 30 Minuten den Blutdruck. Okay. Habe in letzter Zeit hohen Blutdruck gehabt und die wollen da sicher gehen, ob man was langfristig machen muss. Okay, ja, okay. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes ist. Bin so froh, dass mein Freund Feminist ist, ja. Also, das ist Gold wert. Ich finde es immer wieder erschreckend, dass es halt so, also von so vielen halt die Realität ist. Ungewollt sowas machen zu müssen. Ne? Wie gesagt, wenn sowas abgesprochen ist, immer völlig fein, aber... Nee, nee, nee. Communication is key. Yes. Wir machen jetzt mal Schluss, Leute. Ja, Caro muss los, ich muss jetzt auch los. Weil ich mache jetzt noch das Thumbnail für Love Island. Und dann... habe ich Wochenende. Muss ich noch was machen? Glaub nicht. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Oh, ich glaube, nächste Woche sehen wir uns gar nicht im Stream. Dienstag, wenn ich mit Lukas Minecraft spiele. Aber halt, da sehen wir uns nicht, sondern wir hören uns. Weil ab Mittwoch bin ich ja auf der Gamescom. Dann sehen wir uns danach die Woche. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und Josi hat jetzt 3 Wochen Urlaub. Das ist wirklich sehr geil. Oh, wir müssen nochmal wegen Kino reden, ne? Finde ich super, den Plan. So, ich mache jetzt erstmal die YouTube-Aufnahme aus. Tschüss.